Was wir nämlich machen werden heute und auch in der nächsten Predigt, die ich noch geben werde, am letzten Tag der ungesäuerten Brote, ist, dass wir uns zusammen das Buch an die Philipper anschauen. Und zwar heute der erste Teil und dann Ende der Woche den zweiten Teil. Und Sie werden mit mir übereinstimmen, gehe ich davon aus, dass der Philipperbrief sehr relevant ist, gerade auch für heute, gerade auch jetzt für diese Zeit, in der wir leben. Als Vorbemerkung, man geht davon aus, dass Paulus diesen Philipperbrief geschrieben hat, als er im Gefängnis war, und zwar in Rom. Aber es war seine erste Gefangenschaft. Er würde dann kurz nach dem Philipperbrief entlassen werden und wurde dann erneut später gefangen genommen und dann auch ermordet werden. Aber Paulus ging auch davon aus, dass er über kurz oder lang entlassen werden würde, hatte zumindest die Hoffnung. Und das bedeutet, dass der Brief so um die Jahre 60 bis 64 nach Christus geschrieben worden ist. Und so 10 Jahre nachdem die Kirche in Philippi gegründet wurde von ihm, während seiner zweiten Missionsreise. Fangen wir mit Philipper 1 und Vers 1 an. Da lesen wir, Philipper 1 und Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Leitern und Diakonen. Zunächst einmal ein Wort zu der Aussage, alle Heiligen. Daraus ergibt sich schon, dass die Bezeichnung Heilige auf Menschen sich bezieht, die leben. Es geht ja keineswegs um Heilige im Himmel. Es sind Heilige, die in Rom waren, die leben, die sich hier jetzt mit Paulus, mit Timotheus an die Menschen in Philippi wenden. So, dann lesen wir über die, wie es hier heißt, Leiter. Und eine bessere Übersetzung, die findet sich auch in vielen anderen Übersetzungen, ist Älteste. Es geht um die Predigerschaft. Es geht um die Ältesten und es geht auch dann um die Diakone. Und die alle geben einen Gruß ab, zusammen mit Paulus, an die Mitglieder in Philippi. Lesen wir weiter nun in Versen 2 bis 7. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, in jedem meiner Gebete für euch alle und bete mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Es ist für mich recht, so von euch allen zu denken, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr in meinen Fesseln, wie auch in der Verantwortung und Bekräftigung des Evangeliums, alle mit mir an der Gnade teilhabt. Da wird so einiges von Paulus hier gesagt und ich möchte ein paar Dinge herausgreifen. Zunächst einmal lese ich heute ausschließlich von der neuen Lutherbibel 2009. Da schreibt Paulus zunächst einmal von dem Evangelium. Nun, das sollte für viele von Ihnen Wiederholung sein, die mir schon länger zuhören. Aber Evangelium ist etwas, was sehr missverstanden wird. Es gibt nämlich nur ein Evangelium. Und das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und damit wird viel gesagt. Das Evangelium vom Reich Gottes. Na, zunächst muss man einmal wissen, wer oder was das Reich Gottes ist. Aber es ist das Evangelium oder die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Wir wissen, Gott ist eine Familie, zumindest sollten wir das wissen. Eine Familie, die aus dem Vater und dem Sohn besteht. Beachten Sie darauf, dass hier nicht vom Heiligen Geist die Rede ist. Es geht hier nicht um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist keine Person. Die Idee der Dreieinigkeit entspricht in keinster Weise dem, was die Bibel lehrt. Die Botschaft kommt von Gott, dem Vater und Jesus Christus. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von dem Vater und Jesus Christus ausgeht, aber keine Person. Und so lesen wir hier von der Evangeliumsbotschaft vom Reich Gottes. Einer Botschaft von Gott, denn Gott ist ein Reich.
Es ist das Reich Gottes, die Gottfamilie, die herrscht. Und es ist eine Botschaft von Gott zu den Menschen. Wir lesen nicht, noch nicht einmal, das Evangelium über das Reich Gottes. Vielmehr wird hier ausgesagt, es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Ein Evangelium von Gott, das natürlich eine Erklärung über Gott beinhaltet. Aber denken wir daran, dass es auch um die Frage geht, sollen wir ein Evangelium von Christus verkündigen oder über Christus? Schauen Sie, das Evangelium von Christus ist weitaus mehr als nur über die Person Jesu Christi. Natürlich beinhaltet das, aber es ist weitaus mehr. Und so lesen wir hier das Gleiche. Es ist die Botschaft vom Reich Gottes oder von Gott, von der Gottfamilie für den Menschen. Denn Gott ist ein Reich, eine herrschende Familie. Und um im Reich Gottes zu sein, darum geht es ja, wir sollen ja alle letztendlich im Reich Gottes sein, müssen wir Gott sein, müssen wir Gott werden. Niemand wird im Reich Gottes sein, niemand ist im Reich Gottes, der nicht Gott ist oder Gott werden wird. Das ist die Botschaft der Bibel, das Evangelium vom Reich Gottes, das uns zeigt, wie wir Teil der Gottfamilie werden können. Und wie wir natürlich sehen werden, hat das eine immense Bedeutung für uns alle und eine große Verantwortung. Und wir lesen hier, dass Paulus guter Zuversicht ist oder besser noch übersetzt, die absolute Zuversicht hatte, die absolute Gewissheit hatte, dass wenn Gott in uns das gute Werk beginnt, es auch in uns vollendet. Er hatte die Überzeugung, dass Gott, der in uns das gute Werk begonnen hat, es auch in uns vollenden wird. Wenn er uns zur Wahrheit beruft, dann gibt es nur eine Person, die uns daran hindern kann, der Wahrheit treu zu bleiben, ins Reich Gottes einzugehen. Und wer ist die Person? Denken Sie sich das jetzt ganz individuell. Sie sind jetzt die Person. Wer kann Sie daran hindern, ins Reich Gottes einzugehen? Nur Sie selbst. Nur Sie selbst. Sie haben es in der Hand, entweder der Wahrheit treu zu bleiben oder von der Wahrheit abzufallen. Aber schauen Sie, das geschieht nicht automatisch. Es ist nicht so, dass wenn Gott Sie beruft, dass Sie ganz automatisch jetzt ins Reich Gottes eingehen werden. Nein, Sie haben Ihren Teil zu tun. Sie haben Ihren Teil zu tun. Sie müssen Gott durch Ihr Verhalten beweisen, dass Sie auch von ihm als würdig erachtet werden können, ins Reich Gottes einzugehen. Sie müssen ihm beweisen, dass sie willens sind, ihm zu gehorchen. Es geht nicht nur um Worte, die kann man sehr leicht aussprechen. Es geht um viel mehr, wie Goethe einmal gesagt hat, der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst uns endlich Taten sehen. Wir müssen die Früchte der Reue unter Beweis stellen. Denn sonst spielen wir ein Spiel mit Gott, mit uns selbst und verführen uns selbst. Wir müssen, wie wir das am Passahabend auch erklärt haben und durchgeführt haben, dem Evangelium würdig uns erweisen. Wir müssen auf eine Weise leben, die würdig ist unserer Berufung, die das auch unter Beweis stellt. Aber der Punkt ist der, Gott hat gesagt, wenn er in Ihnen das gute Werk begonnen hat, wird er es auch in Ihnen vollenden. Und bei Gott ist das bereits schon eine Entscheidung, die getroffen worden ist. Schauen Sie sich kurz mit uns einmal Römer Kapitel 8 an und behalten Sie Ihren Finger hier in Philipper. Aber schauen Sie, wie das hier in Römer Kapitel 8 beschrieben steht. Römer Kapitel 8 und Vers 30. Römer Kapitel 8 und Vers 30. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Gott hat sie berufen, nachdem er sie bereits gekannt hat. Und so heißt es, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Wir werden über Rechtfertigung heute viel lesen. Und die er aber auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Schauen Sie, wir sind heute noch nicht verherrlicht, aber für Gott ist das bereits schon eine vollendete Tatsache. Diese Tatsache, die nur dadurch verhindert werden kann, dass wir uns weigern, dieser Verherrlichung entgegenzusehen. Nur wir, sonst niemand.
Und darauf kommt es an, das müssen wir begreifen, dass nur wir es sind, die diesen Plan Gottes vereiteln können für uns selbst. Schauen wir uns einmal Kolosser Kapitel 1 an und Vers 12. Kolosser Kapitel 1 und Vers 12. Es heißt, dass wir dem Vater danken sollen, der uns befähigt hat, qualifiziert hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Auch hier wiederum geht es um die Heiligen. Gott hat uns diese Qualifikation bereits gegeben. Wir sind bereits jetzt schon befähigt, qualifiziert worden, dieses Erbteil anzutreten, das Reich Gottes zu ererben, wie wir ja lesen. Wenn Gott uns befähigt, dann weiß er, dass wir es schaffen können und werden. Es ist Gott, der dies tun muss. Schauen Sie, von sich aus können Sie nicht zu Gott kommen. Von sich aus können Sie, wir haben heute von dem Geheimnis gehört, in der Kurzpredigt, von sich aus können Sie die Geheimnisse der Bibel gar nicht verstehen. Von sich aus können Sie, auch wenn Sie noch so sehr dies wünschen, nicht erkennen, worum es eigentlich geht. Es muss Gott sein, der uns zunächst einmal zieht, der uns die Augen öffnet. Schauen wir uns dies an, Johannes Kapitel 6 und Vers 44. Johannes Kapitel 6 und Vers 44. Was sagt Christus hier? Auch jeder, der kommen will, der kann kommen. Jeder, der von sich vorgibt, Christ zu sein, der ist es auch. Sagt Christus keineswegs. Er sagt, es kann niemand zu mir kommen. Niemand. Es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater, der mich gesandt hat, zieht. Es muss der Vater sein, der uns zieht, der uns zu Christus bringt. Und er sagt, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und er wiederholt dies. Er sagt das Gleiche in Vers 65. Er sagte, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von meinem Vater gegeben wird. Wenn sie von Gott berufen sind, dann wurde es ihnen von Gott gegeben. Und deswegen kann Gott auch voller Zuversicht sein, deswegen konnte auch Paulus voller Zuversicht sein, dass der Vater das Werk, das er in ihnen begonnen hat, auch ausrichten wird. Und es ist der Vater, der uns überhaupt die Möglichkeit gibt zu bereuen. Auch das wird klar und deutlich in Römer Kapitel 2 ausgesagt. Sie können viel von Reue denken und sprechen, wenn Ihnen der Vater die Reue nicht gibt, dann werden Sie nicht bereuen. Römer 2 und Vers 4, wo Paulus sagt, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße, besser Reue, leitet. Es muss Gottes Geschenk sein an Sie, der uns das Sie befähigt zu bereuen. So dann, wir sprechen viel vom Glauben. Wo kommt der Glaube her? 1. Korinther, Kapitel 12 und Vers 9. Es geht um den Heiligen Geist. Gott gibt uns durch den Heiligen Geist seinen Glauben. Das heißt, einem anderen wird gegeben der Glaube in demselben Geist. Auch hier wiederum. Es geht nicht um den menschlichen Glauben, es geht um Gottes Glauben, der nur von Gott kommen kann, der ihnen nur von Gott gegeben werden kann. Eine weitere Stelle, Hebräer Kapitel 12 und Vers 2. Hebräer 12 und Vers 2. Wir sollen aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, eine richtige Übersetzung hier, um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Christus blickte auf die Zukunft, er blickte, was dies bedeuten würde, wenn er den Tod sterben würde. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber hier geht es mir um den Urheber und Vollender des Glaubens. Jesus Christus ist der Urheber ihres Glaubens und er ist auch der Vollender ihres Glaubens. Und deswegen kann es heißen, dass Gott sie in sein Reich bringen wird, er wird vollenden
was er in ihnen begonnen hat. Wenn sie sich nicht weigern, diesen Prozess durchzulaufen. Und so dann geht es auch um die Gerechtigkeit. Wir hatten ja eben von der Gerechtigkeit gesprochen. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 5 an. Können Sie von sich aus gerecht werden, weil Sie es gerade so gerne möchten? Römer Kapitel 5 und Vers 17. Denn wenn wegen der Übertretung des einen, der erste Adam, der Tod geherrscht hat durch den einen, so werden vielmehr die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Es ist die Gabe der Gerechtigkeit, die uns vermittelt werden muss. Es kann nur durch Jesus Christus in unserem Leben geschehen, dass wir überhaupt gerecht werden können, gerecht leben können. So sollten wir diese Gaben in keinster Weise verachten oder geringschätzen. Wir sollten diese Warnungen sehr ernst nehmen. Es sind doch Warnungen. Denn wir hatten davon gelesen, dass Gott uns befähigt hat. Das heißt auch, dass wir sicherstellen müssen, dass wir uns nicht als disqualifizierte Personen erweisen. Dass wir in der Befähigung bleiben. Denn wir können durch unsere Taten uns disqualifizieren. Und das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 9 und Vers 27, wie ich eben sagte, wir sind diejenigen, die es in der Hand haben, ob wir am Ball bleiben oder nicht. Und ich weiß, es gibt immer Rechtfertigungen, Argumente, Ideen, die uns einreden wollen, dass wir zum Beispiel so nicht zu leben brauchen, wir können anders leben. Und damit disqualifizieren wir uns. 1. Korinther 9 und Vers 27. Was sagt Paulus hier? Ich beherrsche meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Das gilt auch gerade für die Predigerschaft. Wir müssen da sehr aufpassen. Aber nicht nur. Alle eigentlich predigen anderen durch unser Vorbild, durch unser Leben, durch unsere Lebensweise. Predigen wir anderen, sprechen wir zu anderen über Gottes Wort. Und werden wir selbst verwerflich, weil wir nicht das tun, was wir tun müssen? Es ist eine Warnung, dass wir uns nicht disqualifizieren. Schauen wir uns auch 2. Korinther Kapitel 13 an. 2. Korinther Kapitel 13. Mein beliebtes Thema Facebook. Da lese ich von Leuten, die laufender Bibelsprüche da auf Facebook produzieren. Aber in keinster Weise dann auch leben, wie sie leben sollten. 2. Korinther 13, Vers 5. Was sagt Paulus hier? Überprüft euch, ob ihr im Glauben seid, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Dann hättet ihr euch nicht bewährt. Oder dann hättet ihr euch selbst disqualifiziert. Und weiter in Vers 6. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir uns bewährt haben. Paulus sagt, wir haben uns nicht disqualifiziert. Und wir sollten eben alle auf diese Weise leben, auf diese Weise reagieren. Kehren wir zu Philipper zurück. Weiter mit den Versen 8 bis 11. Philipper 1, die Verse 8 bis 11. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und darum bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überfließe, in Erkenntnis und aller Einsicht, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Nun, in Vers 8 spricht hier Paulus etwas Interessantes an. Er sagt, Gott ist mein Zeuge. Nun, einige sehen das so, als ob hier Paulus einen Schwur geleistet hätte. Und auch in anderen Stellen wird das dann so dargestellt, als ob er geschworen hätte. Das hat er keineswegs. Man liest nirgendwo, dass er sagt, ich schwöre. Und die Bibel zeigt uns auch, dass wir nicht schwören sollen. Ich habe kürzlich eine Predigt über dieses Thema gegeben. Aber er hat schon mehr gesagt als nur ja oder nein. Er hat hier die Wahrheit, die er verkündigt hat, man könnte sagen, auf eine eidesstattliche Versicherung hin bekundet. Und so gibt es viele Stellen, die dies zeigen. Und wenn man sich absolut sicher ist, ist das nicht verkehrt.
Aber man sollte vorsichtig sein, dass man nicht etwas sagt, von dem man nicht hundertprozentig sicher ist und dann auch noch Gott als Zeugen benennt, denn dann würde man ein falsches Zeugnis ablegen. Und dann sagt Paulus auch, in Philipper 1 und Vers 8, Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Man kann sehr leicht über diese Stellen hinweglesen. Was sagt er hier? Er sagt, ich sage dies mit der Liebe Jesu Christi. Mit anderen Worten, die Liebe Jesus, von Jesus Christus in mir, sagt dies. Er behauptet, dass er in sich die Liebe Christi hat. Können wir das von uns behaupten? Dass wir die Liebe Jesu Christi in uns haben. Eigentlich ist es gar nicht so außergewöhnlich, denn Paulus hat ja auch davon gesprochen, dass nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So haben wir die Liebe Christi in uns. So haben wir den Glauben Jesu Christi in uns. Aber das ist schon etwas, das zu sagen. Ich sage das euch mit der Liebe, die in Jesus Christus ist, die gleiche Liebe, die Christus hat. Was ist die Liebe Jesu Christi? Etwas, was wir uns einmal überlegen sollten. Darauf komme ich noch gleich zu sprechen. Aber zunächst einmal sagt er hier in Vers 9, darum bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überfließe. Man kann sagen, mehr und mehr wachse, wie andere dies auch übersetzen, oder zunehmen. Zunehmen. Die Liebe Jesu Christi wächst in uns. Wie kann das sein? Nun, wir sollen in der Gnade und der Erkenntnis Gottes wachsen. Wir sollen mehr und mehr zunehmen. Und es ist die Liebe Christi in uns, die das uns befähigt, mehr und mehr in der Erkenntnis und Gnade Jesu Christi und Gottes des Vaters zu wachsen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18 sagt uns das. Das können wir uns nachher anschauen. Das Verständnis der Liebe Christi bedeutet, dass wir verstehen, was Sünde ist. Schauen Sie. Die Liebe Christi ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir das Gesetz Gottes halten, und das Gesetz Gottes wird definiert als Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Je mehr wir das Gesetz Gottes halten, umso mehr werden wir in der Liebe Christi wachsen. Die Liebe, wie es heißt, ist die Erfüllung des Gesetzes. Sie zeigt uns, wie man Gott liebt. Sie zeigt uns, wie man den Nächsten liebt. Liebe tut nichts Böses dem Nächsten gegenüber, wie wir lesen. Und dadurch erfüllt sie den Teil des Gesetzes, der uns zeigt, wie man den Nächsten liebt. Wenn wir den Nächsten lieben, werden wir ihm nichts Böses zufügen. Wenn wir Gott lieben, werden wir nicht gegen seinen Willen verstoßen. Aber Gott muss uns zeigen, wie man das tut. Gott muss uns das Verständnis dafür geben, mehr und mehr, wie man Gottes Gesetz eigentlich auf die richtige Weise hält. Dass man ablegt, was falsch ist, was vielleicht irgendwo sehr gut ankommt in unserem eigenen Gehirnkasten sozusagen, das aber nicht im Einklang steht mit dem, was Gott uns sagt. Die menschliche Philosophie bringt einem da in keinster Weise weiter. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und so lesen wir in Vers 11, dass er sagt, ihr sollt erfüllt sein mit Früchten der Gerechtigkeit. Mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Es muss Jesus Christus in uns sein, der uns befähigt, diese Früchte der Gerechtigkeit zu produzieren. Und was heißt das jetzt wieder? Nun, schauen wir uns Römer Kapitel 8 an und Vers 4. Römer 8 und Vers 4. Es geht darum, dass die Gerechtigkeit, Römer 8 und Vers 4, die das Gesetz fordert, nicht, dass das Gesetz abgeschafft sei, ganz im Gegenteil. Die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, soll in uns erfüllt werden, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Es ist Gottes Geist in uns, der uns zeigt, wie man die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert erfüllt. Es ist Gottes Geist, der uns die Kraft gibt, dies zu tun. In keinster Weise wird gesagt hier, dass wir das Gesetz nicht mehr zu halten bräuchten. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Aber wir können es jetzt dadurch tun, dass Gottes Geist in uns wohnt.
dass wir die Kraft haben und auch das Verständnis haben, wie wir es halten können. Lesen wir jetzt weiter Philipper 1 und Vers 12. Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Ich will euch aber wissen lassen, Brüder, dass meine Umstände umso mehr der Förderung des Evangeliums dienen, indem im ganzen Gerichtsgebäude und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich wegen Christus gefesselt bin. Und die meisten Brüder im Herrn durch meine Fesseln Zuversicht gewonnen haben und umso kühner geworden sind, das Wort ohne Scheu zu reden. Einige, Vers 15, predigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, einige aber auch aus gutem Willen. Jene verkünden Christus aus Selbstsucht und Unlauter, denn sie gedenken, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Diese aber, Vers 17, tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Vers 18, sehr bedeutsam. Was tut es aber? Wenn aber nur auf jede Weise Christus verkündigt wird, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darüber und werde mich noch freuen. Eine sehr interessante Aussage, zunächst einmal vielleicht etwas schwer zu begreifen. Was meint Paulus hier? Zunächst einmal sehr deutlich, Paulus sah Gottes Hand in seinen Umständen. Er verstand, dass er im Gefängnis war, nicht aus Zufall, nicht weil irgendwo jetzt das so sich ergeben hat. Gottes Hand war insoweit in seinem Leben deutlich geworden. Er war ein Gefangener und das half der Weiterführung der Verkündigung des Evangeliums. Wie? Nun auf mancherlei Weise. Zunächst einmal sagt er in Philipper 1 und Vers 13, dass der gesamte Palast oder das gesamte Gerichtsgebäude, mit anderen Worten diejenigen, die dort leben, die hatten etwas erkannt. Die hatten erkannt, dass er zu Unrecht gefangen genommen worden war. Er wurde gefangen genommen, weil er ein Nachfolger von Jesus Christus war. Und das erkannten die mehr und mehr. So dann aber auch geht es darum in Vers 14, dass die meisten Brüder im Herrn durch meine Fesseln Zuversicht gewonnen haben und dann umso kühner selbst das Wort ohne Scheu geredet haben. Sie sahen das gute Vorbild von Paulus. Sie erkannten, dass da Gott mitgewirkt hat. Und das war wieder dann auch ein Vorbild, ein Beispiel für sie, auch für Christus einzutreten. Nicht irgendwo Christus zu verleugnen, nicht irgendwie zu sagen, ach, das ist jetzt zu schwer, das können wir nicht weiter durchführen. Ganz im Gegenteil. Und wenn wir in schwierigen Situationen stecken, dann ist es die Frage, wie zeigen wir uns dann den anderen? Sind wir total verzweifelt? Sind wir total irgendwie ohne jedweden Ansporn? Sind wir ohne allen Antrieb? Oder können andere in unserem Vorbild, in unserem Beispiel, wenn wir in schwierigen Situationen stecken, sehen, wie man als Christ sich verhalten kann und soll? Die Frage, die wir uns alle stellen müssen. So, dann spricht ihr hier in Versen 15 bis 18 in vielleicht etwas sehr merkwürdiger Weise davon, dass einige aus Neid und Streitsucht und Selbstsucht und Unlauter Christus verkündigt haben und gleichwohl freute sich Paulus darüber. Nun, Paulus freute sich nicht darüber, dass die aus Neid und Streitsucht und Selbstsucht und Unlauter dies verkündigt haben. Er freute sich darüber, dass trotz dessen Jesus Christus verkündigt wurde. Schauen Sie, die haben schon die Wahrheit gepredigt, aber sie predigten sie aus falschen und unlauteren Motiven heraus. Es geht hier nicht um falsche Prediger, die etwas Falsches verkündigt hätten. Die haben schon die Wahrheit verkündigt. Aber sie taten es nicht aus richtiger Motivation heraus. Sie taten es vielleicht, um in moderner Ausdrucksweise hier es zu sagen, die wollten einen Job haben, die wollten halt irgendwo ein Gehalt erhalten, sodass sie dann irgendwie als Leute, die dann Geld bekamen, jetzt für das Geld die Wahrheit verkündigten. Eine falsche Motivation, hat es alles schon gegeben. Aber gleichwohl haben sie die Wahrheit verkündigt. Und das ist das, worüber Paulus sich gefreut hat. Wir könnten an das denken, was Jesus Christus einmal gesagt hat. In Matthäus Kapitel 23, schauen wir uns dies kurz an. Matthäus Kapitel 23, die Verse 1 bis 3. Matthäus 23 und Vers 1. Da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern und sprach: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Alles, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln.
denn sie sagen es wohl, aber sie tun es nicht. Schauen Sie, was die gelehrt hatten, war scheinbar richtig, so weit, wie es sich auf Gottes Wort bezog. Aber sie selbst haben nicht danach gehandelt. Die haben den Menschen schon gesagt, wie man zum Beispiel gerecht leben kann. Selbst haben sie es nicht getan. Das Gleiche hier. Die haben schon das Richtige gelehrt, aber aus falschen Motiven heraus, Motivationen heraus. Sie halfen anderen, ohne sich selbst zu helfen. Ich kenne Prediger, die schon die Wahrheit gelehrt haben in der Vergangenheit, bis sie dann abfielen. Prediger abfielen von der Wahrheit. Und dann, wer weiß, wo heute sich befinden. Sie haben in keinster Weise sich selbst geholfen. Sie haben vielleicht noch nicht einmal das geglaubt so richtig, was sie gelehrt haben, aber Gott hat sie benutzt. Solange wie man die Wahrheit lehrt, benutzt uns Gott. Und dann ist es auch so, dass Paulus sich hier darüber gefreut hat, dass die Wahrheit verkündigt wurde. Aber wie gesagt, es hat ihnen in keinster Weise geholfen. Und wir müssen das auch begreifen. Wenn wir nur irgendwo einer Routine nachgehen, wenn wir nur irgendwo etwas sagen, weil das halt das ist, was man sagen soll, aber in keinster Weise selbst das glaubt und selbst das praktiziert und selbst danach lebt, dann kann das möglicherweise anderen helfen. Aber uns wird es in keinster Weise helfen. Und letztendlich wird es auch dazu führen, dass wir dann die Wahrheit aufgeben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Philipper 1, lesen wir weiter in den Versen 19 bis 24. Philipper 1, Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi zum Heil ausschlagen wird, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in nichts beschämt werde, sondern dass mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus verherrlicht wird an meinem Leibe, sei ich durch Leben oder Tod. 21, denn Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Leibe mir dazu dient, Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es fällt mir beides schwer. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Leibe zu bleiben, um euretwillen. Auch hier wiederum sagt Paulus so einiges, was total missverstanden werden kann, wenn man nicht sehr aufpasst, was er hier sagt. Zunächst einmal in den Versen 19 bis 20 gibt er uns seine Überzeugung kund, dass er sehr bald aus dem Gefängnis entlassen werden wird. Er hat das irgendwo so als selbstverständlich angesehen, was auch in der Tat der Fall war. Kurz darauf würde er nämlich aus dem Gefängnis entlassen werden. Aber es geht noch um etwas mehr. Er spricht hier davon, dass aufgrund des Gebetes der Mitglieder ihm Hilfe werden würde. Auch, wie es heißt, der Beistand des Heiligen Geistes. Wir sagen ja nicht ohne Grund, dass wir sie immer und immer wieder bitten, gerade auch für die Predigerschaft zu beten, gerade auch für mich zu beten, für alle Prediger, für alle, die im Werk Gottes tätig sind. Denn aus unserer eigenen Kraft heraus können wir gar nichts erreichen. Es muss Gott sein, der uns inspiriert, der uns hilft und der uns die Kraft gibt. Und so wird hier von dem Beistand des Heiligen Geistes gesprochen, im Zusammenhang mit Gebet. Im Zusammenhang mit Gebet. Und einige Kommentare haben das auch so verstanden. Sie führen aus, dass hier die griechische Konstruktion die ist, dass durch das Gebet und dem daraus entstehenden Beistand des Heiligen Geistes diese Dinge erreicht werden können. Es geht um einen Beistand, man könnte sagen, der Heilige Geist wird mit Wasser verglichen. Gott gießt den Geist wie Wasser in uns. Er fließt dann aus uns heraus durch die Tatsache, dass wir dem Wort Gottes gemäß leben. Und dann muss er erneuert werden. Er ist ja nicht statisch. Und das Gebet kann dazu beitragen, dass dies geschieht. Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 12 an. Ein Beispiel, wie die frühe Gemeinde, die frühe Kirche, für die Führer der Kirche, die Leiter der Kirche, gebetet haben. Ich will hier keine Frage stellen, die sie vielleicht beschämen möchte oder mag. Ich will sie jetzt nicht unbedingt jetzt bitten, dass sie die Hände erheben, um mir zu sagen, wie lange sie heute Morgen zum Beispiel für die Predigerschaft gebetet haben. Aber beten sie überhaupt für die Predigerschaft? Beten sie überhaupt für andere? Oder beten sie nur für sich selbst? Und wie beten sie für sich selbst? Ach Gott, gib mir doch dies und gib mir doch das. Das ist nicht das Gebet, um das es geht. Und unsere Broschüre, Lehre uns zu beten, geht sehr eingehend darauf ein.
Die sollten Sie alle mal ganz besonders intensiv lesen. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Petrus wurde zwar im Gefängnis festgehalten, er war jetzt gefangen genommen worden, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Hat das Gebet irgendeine Wirkung gehabt? Nun lesen wir in Vers 12. Und während er das dachte, er wurde nämlich jetzt von einem Engel aus dem Gefängnis herausgeführt, er wurde befreit. Und während er das dachte, da kam er zum Hause Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beteten. Die beteten um die Freilassung von Petrus und Gott erhörte das Gebet. Glauben wir nie, dass unser Gebet wirkungslos ist, dass es keinerlei Bedeutung hat. Es muss natürlich ernstlich sein. Kehren wir zurück zu Philippa, Kapitel 1, und da hatten wir in Vers 23 etwas sehr Interessantes gelesen. Da heißt es, es fällt mir beides schwer, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Er hatte Lust abzuscheiden. Und einige sagen, ja, das bedeutet, er wollte in den Himmel eingehen. Das bedeutet es keineswegs, darum geht es nicht. Das Wort abscheiden im Griechischen ist eine Bezeichnung für den Tod. Darum geht es. Er hatte, ich möchte sagen, die Lust oder den Wunsch zu sterben. Wir sehen auch gleich warum. Aber in 2. Timotheus 4 und Vers 6 wird die gleiche Ausdrucksweise gebraucht. 2. Timotheus Kapitel 4 und in Vers 6. Hier sagt Paulus, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Das bezieht sich jetzt auf den Zeitpunkt unmittelbar vor seinem Tod. Nachdem er aus dem Gefängnis zunächst entlassen worden war, dann weitere Aktivitäten durchgeführt hatte, dann erneut verhaftet wurde und dann von Nero unter Nero ermordet wurde. Da wusste er, dass die Zeit seines Abscheidens gekommen war, aber es geht hier um seinen Tod, um nichts weiter. Nun, was meint er jetzt damit, bei Christus zu sein? Nun, er wusste auch, dass unser Tod ein Schlaf ist. Ein Schlaf ohne Bewusstsein. Und dass in der nächsten, man könnte sagen Sekunde, im nächsten Augenblick seines Bewusstseins, er wieder auferweckt werden würde. Für ihn würde es so sein, er ist eingeschlafen, der Tod wird mit einem Schlaf verglichen, und in dem nächsten Augenblick seines Bewusstseins würde er wieder leben. Für ihn gab es kein Zeitgefühl im Zeitpunkt des Todes. Wenn Sie sterben, dann wird Gott Sie auferwecken. Und für Sie wird es so sein, Sie sind gerade eingeschlafen und werden dann wieder wach. Und dann werden Sie natürlich höchstwahrscheinlich gar nicht wissen, was in den Jahren nach Ihrem Tod überhaupt geschehen ist. Die Menschen, die im Alten Testament gestorben sind, Adam zum Beispiel, der wird dann eine lange Zeit nachher, tausende von Jahren nachher wieder auferweckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Auferstehung. Der weiß nicht, was geschehen ist in den ganzen Jahren hindurch. Der wird so einiges zu lernen haben. Aber der Tod ist ein Schlaf ohne Bewusstsein. Und das ist das, worum Paulus es ja geht. Er sagte, in der nächsten Sekunde meines Bewusstseins werde ich wieder leben. Aber dann werde ich im Reich Gottes sein. Und deswegen sagt er, das ist natürlich viel besser für mich, denn dann habe ich es ja geschafft, dann bin ich ja dann im Reich Gottes. Aber er sagt natürlich auch, es ist aber für euch besser, dass ich noch lebe, denn er wusste, dass die Gemeinde ihn noch brauchte. Sein Vorbild, seine Lehre. Und deswegen hat er das so ausgedrückt. Er sagt auch in Vers 21, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Nun, was meint er damit? Sterben ist mein Gewinn, Christus ist mein Leben. Mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel geht die Schweizer Zürcher Bibel davon aus, dass sie schreiben, für mich, Leben ist ein Dienst für Christus. Und der Tod ist mein Gewinn, denn ich bin dann in der nächsten Sekunde meines Bewusstseins im Reich Gottes. Ein Dienst für Christus wäre eine Möglichkeit, diese Stelle zu verstehen. Eine andere Möglichkeit, vielleicht sogar noch eine bessere, ist die, dass Christus und alleine Christus uns die Möglichkeit gibt, für ihn zu leben. Christus eröffnet in uns die Möglichkeit, für ihn nützlich zu sein. Das kann nur durch Christus geschehen. Es ist ja derjenige, der uns die Wahrheit zeigt. Und so ist auch er, Paulus, derjenige, der sagt, Christus ist mein Leben. Mit anderen Worten, ich lebe für ihn. Und Christus lebt in mir. Und alles andere ist eigentlich nebensächlich, wenn man es auf die letzte Konsequenz hin sieht. Die
englische Living Bible, die sagt, für mich, Leben bedeutet, Gelegenheiten für Christus zu haben. Und sterben nun, das ist sogar noch besser. Denn er wäre dann in der nächsten Sekunde seines Bewusstseins im Reich Gottes. Es war nicht die Idee, dass er jetzt irgendwie da Selbstmord begehen wollte, das keineswegs. Aber er hat schon das verstanden. Schauen Sie, wenn wir bereit sind, dann gehen wir in das ewige Leben ein, in diesem Sinne. Denn wir sterben und sind im nächsten Augenblick unseres Bewusstseins wieder am Leben, aber dann im ewigen Leben. Nicht wahr? Und das muss man immer auch begreifen und Gott weiß darum. Philipper 1, Vers 25, ich lese die Verse 25 bis 30. Philipper 1, Vers 25. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich zu eurer Förderung und Freude im Glauben bei euch allen sein und bleiben werde, damit euer Rühmen in Christus Jesus groß wird durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Lebt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr in einem Geist steht und mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums mitkämpft und euch in keiner Weise von dem Widersachen erschrecken lasst, was für sie ein Beweis der Verdammnis ist, für euch aber des Heils und das von Gott. Denn euch ist im Hinblick auf Christus aus Gnade gegeben worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, indem ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und auch nun von mir hört. Auch hier wiederum wird viel gesagt. Was er hier anspricht, sind Uneinigkeiten in der Gemeinde. Da gab es Schwierigkeiten. Da gab es eben Leute, die anders dachten, anders lebten, ihre eigenen Ideen von sich geben wollten. Und was war die Konsequenz? Er spricht in Vers 25 davon, dass wir alle im Glauben sein sollen, dass wir würdig des Evangeliums leben sollen, in einem Geist, in einer Seele oder mit einer Seele. Und dass wir dadurch in keiner Weise uns von den Widersachern erschrecken lassen. Einigkeit wird uns davon abhalten, von unseren Widersachern erschrocken zu werden, weil wir füreinander da sind, weil wir füreinander beten. Wenn wir uneinig sind, dann werden wir auch nicht füreinander beten. Dann werden wir uns auf uns selbst konsequenterweise konzentrieren. Und das wird natürlich dann auch die Möglichkeit sein, gerade auch für Satan einzugreifen, zu kommen und insoweit dann diese Uneinigkeit zu benutzen, um noch weitere Uneinigkeit zu erzeugen. Deswegen ist es sehr wichtig, auch für die Predigerschaft, dass wenn jemand da ist, der einfach nicht korrigierbar ist, dass er dann aus einer solchen Gemeinschaft entfernt wird, damit eben diese Uneinigkeit nicht weiter fortschreitet. Die Einigkeit in der Kirche sollte Beweis für uns sein, dass Gott unter uns ist, dass er uns zum Heil führt. Was sagte Christus? Johannes, Kapitel 13, Vers 35. Johannes 13, Vers 35. Und wir fragen uns und sollten uns die Frage stellen, trifft das auf uns zu? Und wenn nicht, dann ist es höchste Zeit, daran zu arbeiten, dass es auf uns zutrifft. Johannes 13, Vers 35. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe Gottes. Die schließt Zank und Streit und Uneinigkeit aus. Und daran soll jedermann erkennen, dass wir überhaupt Christen sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Und dann, wenn wir zurückkehren zu Vers 29, dann wird auch etwas sehr Interessantes hier gesagt. Er sagt hier, es ist Gnade, für Christus zu leiden. Haben wir uns das schon mal so vorgestellt und daran gedacht, dass es Gnade ist oder ein Geschenk von Gott, für Christus zu leiden? In Apostelgeschichte 5 und Vers 41 wird etwas dazu gesagt. Apostelgeschichte 5 und Vers 41. Hier wurden die Apostel sehr schwer misshandelt von denjenigen, die damals bei Gericht Einfluss hatten.
Sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat hinweg, Vers 41, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Wenn wir Schmach leiden, wenn wir leiden, für Christus leiden, für die Wahrheit leiden, verstehen wir dies auch als eine Bestätigung, dass Gott uns als würdig ansieht, dies zu tun? Oder sind wir der Auffassung, dass dies alles doch so ungerecht sei und warum müssen wir jetzt leiden, wir tun doch das Richtige? Schauen Sie, es ist genau das Gegensätzliche von dem, was wir so manchmal denken. Es ist ein Geschenk von Gott, wenn wir für Christus leiden können. Wir werden dann als würdig erachtet. Nun, wir müssen natürlich sehen, was das Geschenk ist. Es geht nicht darum, dass wir leiden, aha, das ist jetzt das Geschenk Gottes. Nein, es geht darum, dass wir für Christus leiden, für das richtige Leiden, für die Gerechtigkeit, nicht für falsche Dinge, die wir tun. Und dann leiden wir und sagen, ach, das ist toll, das ist ein Geschenk Gottes. So nicht. Aber wir leiden für das Wahre, für die Gerechtigkeit. Wir sind nicht willens, Kompromisse zu schließen. Wir sind nicht willens, aufzuhören, Gottes Weg zu gehen, weil es uns zu schwer wird. Ganz im Gegenteil. Und wenn wir das unter Beweis stellen, dann ist das ein Geschenk von Gott, der uns würdig erachtet, dass wir auf diese Weise unser Leben führen können. Und mit dem kehren wir uns jetzt Philipper 2 zu. Philipper 2, die Verse 1 bis 2. Und er sagt hier, wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid. Auch hier wiederum, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Auch hier wiederum geht es um die Einigkeit. Nun, er predigt nicht Einigkeit um der Einigkeit willen. Wir predigen nicht Einigkeit um der Einigkeit willen. Wir predigen Einigkeit im Hinblick auf die Wahrheit und das Wort Gottes. Schauen Sie, wenn Sie einig sein wollen, weil Sie um der Einigkeit willen diese Einigkeit erzielen wollen und nicht auf das blicken, was Gott Ihnen sagt, dann machen Sie genau einen kardinalen Fehler. Einigkeit in der Wahrheit ist, worum es hier geht. Nicht Einigkeit, weil, ach, warum sind wir so getrennt? Es gibt doch so viele verschiedene Kirchenorganisationen. Warum können wir nicht alle zusammen in einem Leib sein, sagen wir einmal. Ja, wenn da Falsches gelehrt wird, können wir da insoweit keine Einigkeit haben. Wir sollen uns ja von dem Falschen fernhalten. Aber es geht um die Einigkeit in Gott. Einige lehren heute Einigkeit und begreifen nicht, dass die wahre Einigkeit von Gott kommen muss. Und sie kommt dadurch von Gott, dass wir seinen Doktrinen, seinen Lehren folgen. Und das geschieht dadurch, weil die Liebe Gottes in uns ist, die uns zeigt, wie wir sein Gesetz erfüllen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Einigkeit, von der da so oft geredet wird, absolut Schall und Rauch, hat keinerlei Bezug, keinerlei Realität. Wenn aber nun, wie Paulus hier von der Uneinigkeit spricht, indirekt, wenn diese Uneinigkeit herrscht unter Gottes Volk, dann deshalb, weil die Liebe Gottes nicht in dem Maße gegenwärtig ist, wie sie sein sollte. Wenn die Liebe Gottes gegenwärtig ist, wird es keine Uneinigkeit geben. Wenn da also Zank und Streit und Zwist herrscht, dann deshalb, weil die Liebe Gottes nicht in dem Maße gegenwärtig ist, wie sie sein sollte. In Philipper 2, weiter mit Vers 3, und ich lese die Verse 3 bis 5. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, weitaus besser als andere Besetzungen, die haben, besser als sich selbst, es geht darum nicht, es geht, sondern in Demut oder Niedrigkeit achte einer den anderen höher als sich selbst, das ist der Vergleich. Und jeder sehe nicht, man könnte sagen nur, auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Denn, Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Sehr schöne Übersetzung hier. Wir sollen die Gesinnung Christus und Christi in uns haben. Wir sollen so gesinnt sein, wie Christus auch war. Wir werden gleich sehen, was das für eine Gesinnung war. Aber zunächst einmal, es geht hier darum, dass wir in Demut uns verhalten sollen,
einer den anderen in Demut höher ansehen als sich selbst. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet zum Beispiel, dass man auf die Qualitäten eines anderen blickt, die guten Qualitäten, und sagt, okay, das sind wirklich schöne Qualitäten, gute Qualitäten, die diese andere Person hat. Das ist wahre Demut. Nicht auf sich selbst blicken und sagen, ah, ich habe jetzt diese Qualität, der hat es nicht, von daher weg mit dem. Genau das Gegenteil. Man achtet auf, in Demut auf das Gute im anderen. Und das ist irgendwie etwas, was Christus auch getan hat. Denn wenn wir immer nur auf uns selbst blicken, wenn wir immer nur auf das blicken, was uns so am besten dient, wie sind wir dann irgendwo hilfreich anderen gegenüber? Was für eine Hilfe geben wir dann anderen? Was für eine Liebe zeigen wir dann den anderen? Und so fährt er fort mit diesem Vergleich in Vers 6. Wir sollen die Gesinnung haben, die Christus war. Was für eine Gesinnung hatte er? Vers 6. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Diese Stelle beginnt eine Diskussion, die im traditionellen Christentum absolut in, ich möchte sagen, fast hundertprozentiger Weise falsch gelehrt wird. Und ich will Ihnen auch sagen, was ich damit meine. Und das ist eine sehr kritische Diskussion hier, die Paulus anstrengt, denn sie zeigt, wer Jesus Christus eigentlich war und was Jesus Christus eigentlich tat. Zunächst einmal spricht er weiter über die Haltung der Demut. Und er sagt, es war die demütige Haltung, die Christus hatte. Die demütige Haltung, die auch wir haben sollen. Er sagte, er hat es nicht als Raub angesehen, Gott gleich zu sein. Was heißt das? Er hat es nicht angesehen, dass er selbstsüchtig das, was er hatte, für sich behalten musste, sondern er war willens, dies aufzugeben, um damit anderen zu helfen. Das ist die Idee von Raub. Er tat es, um anderen Gutes zu erweisen. Wir werden gleich sehen, was das war. Aber hier zunächst einmal heißt es hier, der in göttlicher Gestalt war. Was ist damit gemeint? Nun, die meisten heute lehren, dass Gott keinerlei Gestalt hat. Gott hat keinerlei Form, keinerlei Gestalt. Das ist nicht das, was es hier sagt. Er war in göttlicher Gestalt. Er hatte offensichtlich eine göttliche Gestalt. Und wenn wir den Vergleich weiterlesen, wird es ganz deutlich, es heißt nämlich in Vers 7, dass er Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich wurde. Er war offensichtlich jemand, der eine menschliche Gestalt hatte. Die gleichen Worte werden hier gebraucht für die göttliche Gestalt. Er hatte eine göttliche Gestalt, natürlich im geistlichen Sinne, in dem Sinne, dass er ein Geistwesen war, aber Gestalt hatte er. Und er wurde dann zu einem Menschen mit menschlicher Gestalt. Er sagt in Johannes 17 und Vers 5, dass er die Herrlichkeit wieder erlangen möchte, die er hatte, bevor überhaupt die Welt erschaffen worden war. Er wusste genau, wer er war. Er wusste, dass er Gott gewesen war, dass er zu einem Menschen werden musste. Aber es heißt ja, der mit göttlicher Gestalt war, aber es nicht als einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Nicht Gott ähnlich zu sein, wie einige es falsch übersetzen. Nein, er war Gott gleich. Was ist damit gemeint? Er war Gott. Er war gleich, identisch könnte man sagen, in dem Sinne der Natur her, mit Gott, dem Vater. Das Wort gleich hier im Griechischen, das ist das Wort Isos. Und es bedeutet genau das. Gleich sein, identisch sein. Er war mit Gott gleich und wurde dann gleich den Menschen. Er war identisch mit Gott, dem Vater, so wurde er identisch mit dem Menschen. Er war Gott, ein Gottwesen, entäußerte sich der Gottheit und wurde zu einem Menschen. Das ist absolut nicht etwas, was das traditionelle Christentum lehrt. Sie lehren genau das Gegenteil. Und wie ich Ihnen zeigen werde, mit dem falschen Verständnis kann man nicht begreifen, wer und was Christus eigentlich war und was er wurde. Johannes 1, Vers 1 sagte uns, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Einige sagen, ja, das heißt nur, das Wort war göttlich. Nein, das Wort für Gott ist das Wort Theos. Das Wort, der Sprecher, der Logos wurde oder war Gott. War Gott. Nicht nur göttlich, das Wort für göttlich ist Theos, ein anderes Wort, T-H-E-I-O-S. Nicht das gleiche Wort. Nein, ganz eindeutig wird gesagt, Jesus Christus war Gott. Aber es wird auch etwas anderes gesagt. Das Wort wurde Fleisch. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch.
Was bedeutet, er war nicht länger, als ich auf Erden war, ein Gottwesen, mit Antworten ein Geistwesen. Er wurde total Fleisch. Bevor ich darauf eingehe, noch einmal zurück zu der Tatsache, dass Gott Form und Gestalt hat. Der ist keine irgendwelche nebulöse Wolke da, die da überall existiert, so eine Art New Age-Wesen. Gott ist in allem. Gott ist eine Persönlichkeit mit Form und Gestalt, im geistlichen Sinne natürlich, im geistigen Sinne. Aber schauen wir uns das einmal an. Wie es hier zum Beispiel in 4. Mose Kapitel 12 und Vers 8 übersetzt ist. 4. Mose Kapitel 12 und Vers 8. Entweder Gott lügt hier, oder wenn er die Wahrheit sagt, dann ist das gesamte traditionelle Christentum, die das nicht annehmen will, im Irrtum. 4. Mose 12, Vers 8. Von Mund zu Mund rede ich Gott mit ihm, Mose, und sichtbar, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Was kann man da noch groß argumentieren? Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Und schauen wir uns einmal eine Stelle an in 2. Mose 33, die zeigt, wie Mose Gott in seiner Gestalt, sogar in seiner verherrlichten Gestalt sah. Allerdings nur von hinten, denn Gott sagt, du kannst nicht mein Gesicht sehen und leben. Es ist zu herrlich, um das überleben zu können. Wir im Fleisch können es nicht. Aber in 2. Mose 33, da lesen wir angefangen in Vers 18, Mose sagte, lasse mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und er sagte, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sagte weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich, mein Angesicht, sieht. Und der Herr sagte weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen, und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann will ich meine Hand von dir tun und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und so hat sich Gott in seiner verherrlichten Gestalt im Mose offenbart. Und so sagt er später auch, er sieht meine Gestalt. Wie ich sagte, der gleiche Ausdruck, Gestalt, Morphe im Griechischen, wird dann auch auf den Menschen angewandt. Christus, der Gott gleich war, sah es nicht als Raub an, diese göttliche Gestalt beizubehalten, sondern wurde den Menschen gleich, nahm die Gestalt des Menschen an, das gleiche Wort. Keiner sagt, dass der Mensch irgendwie so eine Wolke ist, da ohne irgendwelchen Körperformen. Aber das wird über Gott gesagt, obwohl genau das Gegenteil hier in diesen Stellen zum Ausdruck kommt. Lesen wir die Verse 7 bis 8 in Philipper Kapitel 2, denn hier wird der Gedanke weiter entwickelt. Philipper Kapitel 2 und Vers 7. Sondern er hat sich selbst entäußert, nahm Knechtsgestalt an, den Menschen gleich. Zunächst heißt es, er war Gott gleich. Jetzt heißt es, er wurde den Menschen gleich. Er entäußerte sich seiner Gottheit. Er wurde dem Menschen gleich. Er wurde dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt. Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Er entäußerte sich seiner Gottheit. Wie ich sagte, es heißt, am Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, und das Wort wurde Fleisch. Vers 14. Es heißt nicht, das Wort blieb Gott und nahm dann zusätzlich irgendwie menschliche Gestalt an. Nein, das Wort, das, was er war, wurde Fleisch, wurde ein Mensch. Warum ist das wichtig zu begreifen? Weil wenn sie das nicht begreifen, haben sie keinen Erlöser. Ich werde Ihnen zeigen, warum. Christus musste Fleisch werden. Total Mensch werden. Er war nicht mehr länger ein Gottwesen. Er war nicht mehr länger eine Gestalt aus Geist bestehend. Er wurde total Fleisch. Das wird total missverstanden. Sie lesen immer und immer wieder, wenn Sie so Kommentare lesen, Christus war völlig Mensch und völlig Gott. Nun, das gibt schon logischerweise gar keinen Sinn. Wenn Sie völlig etwas sind, können Sie nicht völlig das Gegenteil sein. Entweder sind Sie völlig etwas, dann sind Sie nicht mehr völlig was anderes.
Wenn Sie völlig eine Blume sind, können Sie nicht auch zum selben Augenblick völlig, sagen wir mal, ein Tier sein. Das geht ja gar nicht. Nein, er war völlig Mensch und völlig Gott, ist absoluter Unsinn. Christus bekam völlig, total ein Mensch. Warum musste das der Fall sein? Nun, zunächst einmal lesen wir 1. Korinther 5, Vers 21. Schauen Sie, das ist das Opfer, um das es hier geht. Das ist das Opfer, das Christus erbracht hat. Für Sie, für mich. Er war Gott. Unsterblich. Er wurde ein Mensch. Sterblich. Er war Gott, der nicht physisch leiden konnte. Er wurde ein Mensch, der physisch leiden konnte. Er war Gott, der nicht sündigen kann. Er wurde ein Mensch, der sündigen kann. 1. Korinther 15, Vers 21. Wie durch einen Menschen, wiederum, der alte Adam, der erste Adam, wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist. Warum? Er hat gesündigt. Der Sünde soll ist der Tod. Und durch seine falschen Vorbilder haben die anderen ihm nachgetan und haben ebenfalls gesündigt. Und so ist durch einen Menschen der Tod gekommen, so kommt auch durch einen Menschen, Jesus Christus, die Auferstehung der Toten. Christus musste zu einem Menschen werden, um überhaupt die Auferstehung von den Toten zu ermöglichen. Wir lesen, dass Christus tot war. Nicht nur seine äußere Gestalt, nicht nur sein, wie soll ich sagen, menschliches Wesen, aber seine unsterbliche Seele hat weitergelebt. Nein, die Idee der unsterblichen Seele ist überhaupt nirgendwo in der Bibel zu finden. Der Mensch ist die Seele. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Christus starb, weil er unsere Sünden auf sich nahm. Er war tot. Er war 3 Tage und 3 Nächte im Grabe. 3 Tage und 3 Nächte kann nicht bedeuten, Freitagabend bis Sonntagmorgen, da kriegen Sie keine 3 Nächte und 3 Tage hin, 72 Stunden. Diese ganze Idee ist total verkehrt. Er starb an einem Mittwoch, wurde auferweckt an einem Samstag, Samstagabend, genau 72 Stunden später. Er war tot, 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 18 zeigt uns dies. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 18, wo wir klar und deutlich lesen, was Christus sagt. Ich bin der Lebendige. Ich war tot. Nicht nur meine äußere Gestalt, während ich irgendwie weitergelebt habe. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes, weil er derjenige ist, der uns vom Tode befreien kann. Nein, er war tot. Und so lesen wir in Philipper 2 und Vers 8, dass er sich selbst erniedrigte und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Warum ist das wichtig zu begreifen? Nun, lesen wir Römer Kapitel 14 und in Vers 9. Römer 14 und Vers 9. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden. Er war nicht lebendig, als er tot im Grabe lag. Er ist auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Weil er wurde jetzt zum Richter, zum Herrscher bestimmt, der über andere richten konnte, weil er selbst als Mensch gelebt hat, um zu sehen, wie es eigentlich ist, in diesem Fleisch zu leben. Er konnte sterben, weil er nicht mehr Gott war. Schauen Sie, Gott kann nicht sterben. Es ist unmöglich für Gott zu sterben. Allein das zeigt uns schon, dass er ein Mensch werden musste, um sterben zu können. Die Idee, dass er völlig Gott war und völlig Mensch, widerlegt überhaupt die Tatsache, dass er unser Heiland ist. Denn als völlig Gott konnte er nicht sterben, konnte von daher nicht unser Heiland sein. Es war notwendig, dass er starb, sodass wir die Auferstehung von den Toten erlangen könnten. Aber nicht nur das. Er musste völlig Fleisch werden, um die Sünde im Fleisch zu überwinden. Schauen Sie, Gott kann nicht sündigen. Wir lesen, dass Gott noch nicht einmal zur Sünde versucht werden kann. Und er versucht auch niemanden. Das heißt, dass er uns prüft. Aber er versucht uns nicht. Christus konnte nicht nach Gott bleiben, denn dann könnte er nicht die Sünde im Fleisch überwinden. Er wurde völlig Fleisch. Und er blieb ohne Sünde. Er hat die Kraft von Gott, dem Vater, empfangen. Er hatte den Geist Gottes ohne Maß, ohne Begrenzung, um mit der Kraft Gottes in ihm die Sünde zu überwinden. Aber er war völlig Fleisch. Er hätte sündigen können. Es war nicht so, dass es automatisch war,
dass er nicht hätte sündigen können. Er hätte sündigen können, aber er hat es nicht getan. Schauen Sie, was das für ein Opfer war. Er war Gott, der nicht sündigen kann. Er wurde ein Mensch mit der Möglichkeit zu sündigen, nicht wieder auferweckt zu werden zu ewigem Leben. Er hat es getan für Sie und für mich, damit wir das ewige Leben erlangen können. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 4 an. Hebräer Kapitel 4 und Vers 15. Es heißt hier, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Glauben wir das niemals, wenn wir durch Probleme gehen und meinen, auch wir sind diejenigen Auserwählten, die die schlimmsten aller Probleme haben. Kein anderer hat diese Probleme wie ich. Ich armer Mensch, bin ganz allein, auf weiter Flur. Schauen wir an, was hier gesagt wird. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist. Er wurde versucht, alleine das zeigt uns schon, dass er ein Mensch geworden sein muss, denn als Gott kann er nicht versucht werden. Er wurde in allem versucht worden, oder ist versucht worden in allem, aber ohne Sünde, der ohne Sünde blieb. Er hat niemals gesündigt, er hat niemals diesen Versuchungen nachgegeben. Die Versuchungen des Fleisches, er hatte menschliche Natur, den Versuchungen von Satan, dem Teufel, den Versuchungen der Welt um ihn herum. Er hat das nie zugelassen. Er wusste, eine Sünde hätte alles beendet. Er wusste, eine Sünde hätte den ganzen Plan Gottes vereitelt. Er hatte sich klar und deutlich dieses Ziel gesetzt. Ich werde niemals sündigen in meinem Leben. Er wusste, er musste natürlich zu Gott beten. Es heißt sogar mit Schreien, mit Flehen, um von dem Tode, dem ewigen Tode erlöst zu werden. Aber er war willens, dies zu tun für Sie und für mich. Zeigen wir ihm in unserem Leben, wie dankbar wir sind für sein Opfer? Oder ist es uns alles egal? Ist es uns alles egal? Wir leben halt unser Leben, so wie wir es leben wollen. Natürlich war Christus die Persönlichkeit, die er war, der immer gewesen ist als ein Gottwesen. Natürlich konnte er sich auch daran erinnern, wie es gewesen war, als er Gott war. Aber er hat seine göttlichen Attribute, sagen wir mal, abgelegt, um ein Mensch zu werden, völlig ein Mensch zu werden, um als ein Mensch zu leben. Noch einmal gesagt, Christus war immer schon ein Gottwesen. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo er nicht als Gottwesen existiert hat. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo es nicht Gott, der Vater und Jesus Christus war, die beide zusammengelebt haben. Aber er war willens, ein Mensch zu werden, sodass er wiederum letztendlich Gott werden konnte. Aber es ging nicht um ihn sozusagen, es ging um sie und für mich. Denn durch sein Leben, durch seinen Tod hat er es ermöglicht, dass wir teilhaben können an der Gottfamilie. Ist das Liebe oder ist das irgendwo unbedeutend? Schauen wir uns Hebräer Kapitel 12 an. Hebräer Kapitel 12 und die Verse 1 bis 4. Hebräer Kapitel 12 und Vers 1. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle lasst uns die Sünde ablegen, die uns immer umringt. Die uns immer umringt. Und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, wie wir eben gelesen haben, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, welche Freude ist das? Die Freude, dass Sie und ich in seinem Reich sein können. Um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüche und Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet, wie so viele, leider viel zu viele, bereits dabei sind, es zu tun und getan haben. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, sagt er hier. Wir haben das alles zu leicht genommen. Schauen Sie, diejenigen, die getauft sind, haben vor 2 Tagen, glaube ich war es, am Passahabend das Passah zu sich genommen. Unser Versprechen Gott gegenüber erneuert, wir werden alles tun, was in unserer Kraft steht, in unserer Macht steht, die Sünde zu überwinden. Wir können es natürlich nur mit Gottes Hilfe tun, aber wir wollen uns als würdige Werkzeuge Gottes erweisen. Ja, wird das dann auch der Fall sein, wenn wir jetzt wieder zurückkehren in die Welt? Oder ist das alles wieder vergessen? Ich sage Ihnen eines, wenn das wieder vergessen ist, dann haben wir sehr Schweres mitzumachen. Absolut, absolut. Nein, er war natürlich die Persönlichkeit, die er war, aber er war willens zu leiden und zu sterben, wissend natürlich, dass Gott ihn auferwecken würde von den Toten. Der Grund war, dass Sie und ich,
Gottwesen in seiner Familie werden können. Die einzige Möglichkeit. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil als durch Jesus Christus. Die einzige Möglichkeit. Wie zeigen wir ihm, dass wir wirklich begreifen und verstehen, was das bedeutet? Philipper Kapitel 2, kehren wir zurück. Zu Philipper 2 lesen wir die Verse 9 bis 11. Philipper 2, Vers 9. Ich werde nebenbei gesagt, heute in dieser Predigt das zweite Kapitel durchsprechen mit Ihnen und damit dann aufhören und dann in der nächsten Predigt die Kapitel 3 und 4. Was bedeutet, wir werden ein bisschen überziehen möglicherweise, aber das ist ja auch nicht unbedingt verkehrt, nehme ich mal an. Philipper 2, Vers 9. Darum, warum? Nun, er hat sich erniedrigt, er hat sich entäußert, er wurde zu einem Menschen, er war gehorsam bis zum Tode, er hat nie gesündigt. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht. Und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre oder besser zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. Nun, das predigt ja keine universelle Heilsbotschaft. Das heißt jetzt nicht, dass jeder zum Heil gelangen wird. Das ist damit nicht gemeint. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die sich gegen Gott wenden werden und die ihre Berufung verscherzen werden. Wir wissen auch, dass es Dämonen gibt, die nicht bereuen werden, die ebenfalls natürlich nicht Gott gehorsam sein werden. Aber was ist hiermit gemeint, im Himmel, auf Erden, unter der Erde? Zunächst einmal im Himmel, offensichtlich geht es um die Engel. Und die Engel werden heute schon natürlich, wie sie beschrieben werden, diejenigen sein und werden es auch in der Zukunft sein, die Gott, den Vater und Jesus Christus anbeten, die ihn als den Herrn verehren und sie werden ihn als Gott anerkennen und tun dies ja auch bereits. Das sind die im Himmel. Unter der Erde? Nun, das sind die, die gestorben sind, die begraben sind, die unter der Erde sind, im Sinne sind die Toten, die aber auferweckt werden. Die auferweckt werden zu entweder ewigem Leben, wenn sie in der ersten Auferstehung sind, oder aber in der zweiten Auferstehung. Oder aber auch in der dritten. Nun, die in der zweiten Auferstehung sind, werden auch erkennen, die meisten von ihnen, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist, werden genau wie wir heute auch den Heiligen Geist angeboten bekommen, Reue angeboten bekommen, Glauben angeboten bekommen. Sie werden das akzeptieren in den meisten Fällen und werden letztendlich auch im Reich Gottes sein. Und dann wird es leider aber auch die geben, die Gott ablehnen oder ihn schon bereits abgelehnt haben oder in der zweiten Auferstehung ablehnen werden. Und die werden in der dritten Auferstehung sein, die werden vernichtet werden. Nicht, dass sie in alle Zeit und Ewigkeit in einer immerwährenden Hölle da jetzt gefoltert werden würden, das würde mit der Liebe Gottes in keinster Weise im Einklang stehen. Aber sie werden ausgelöscht werden. Aber sie werden auch anerkennen, dass Gott der Herr ist, dass Jesus Christus der Herr ist. Sie werden sich nicht ihm unterwerfen, aber sie werden nicht leugnen können, dass Jesus Christus der Herr ist. Diejenigen, die sogar Dämonen sind, erkennen dies ja an. Haben es damals bereits anerkannt, haben gesagt, bist du gekommen, uns vor unserer Zeit zu quälen, wie sie sagten. Die haben in keinster Weise das bezweifelt. Die Dämonen, heißt es, die glauben auch, dass Gott existiert. Und sie zittern, weil sie wissen, was ihr los ist, ihre endgültige Bestimmung. Achten wir darauf, dass wir nicht in die Kategorie fallen. Dass wir auch diejenigen sind, die in der dritten Auferstehung sein werden. Auch dann erkennen werden nach wie vor, ja, Gott ist der Herr, Christus ist der Herr, aber wir werden und wollen uns ihm nicht unterordnen. Diese Haltung des Hasses entwickeln, dass wir in keinster Weise Gott gehorsam sein wollen. Aber diese Haltung des Hasses beginnt nicht, sondern endet damit. Sie beginnt mit Nachlässigkeit in den meisten Fällen. Und dann wird das Falsche mehr und mehr gewöhnlich. Und dann guckt man sich das an, was man Falsches tut, und nach einer gewissen Zeit erscheint das einem gar nicht mehr so falsch. Und dann geht man auf dieser Weise weiter. Das ist so wie eine Lawine, die kurz anfängt mit ein bisschen Schnee und dann wird es mehr und mehr und mehr, bis man dann total verschüttet ist. Das ist die Warnung. Das ist die Warnung. Und wo es hier heißt, dass sie dies zur Ehre Gottes des Vaters tun, das heißt hier, jede Zunge soll bekennen, dass Jesus der Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters, kann auch übersetzt werden, Jesus Christus ist der Herr in der Ehre oder besser Herrlichkeit Gottes des Vaters. Mit anderen Worten, Christus, der ja nun, wie wir gesagt haben, gleich ist mit Gott, wiederum gleich ist mit Gott dem Vater, hat natürlich auch die Herrlichkeit des Vaters. Aber wissen Sie was? Er will diese Herrlichkeit mit Ihnen und mir teilen. Wir sollen auch diese Herrlichkeit erlangen.
Das war nur möglich dadurch, dass Christus ein Mensch wurde, für uns starb, für uns die Sünde überwand, sodass wir ebenfalls Gottwesen werden können im Reich Gottes. Immer und immer wieder gefragt, wie reagieren wir auf diese Botschaft? Wie reagieren wir darauf, dass Gott das für uns getan hat? Sowohl der Vater als auch der Sohn. Philipper Kapitel 2 und Vers 12. Philipper 2 und Vers 12. Hier ist etwas, was Paulus sagt, was unsere Reaktion sein sollte. Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, arbeitet daran, schafft, dass ihr selig werdet, dass ihr das Heil erlangt mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Schauen Sie, Wollen alleine ist nicht genug. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wir sollen daran arbeiten, wir sollen sehr fleißig dabei sein, selig zu werden. Das ist unser Teil. Wir haben eine Verantwortung. Wir sollen ja, wie in 2. Petrus 1 es geschrieben steht, daran arbeiten, dass wir das Heil erlangen. Wie ich sagte, das geht nicht alles automatisch. Die People's New Testament Übersetzung hat hier, dass man sein eigenes Heil ausarbeiten soll. Und dann zitieren sie eine interessante Stelle in Apostelgeschichte 2 und Vers 40. Schauen wir uns das mal kurz an. Apostelgeschichte 2 und Vers 14. Die Menschen haben damals gefragt, nachdem sie erkannt hatten, was sie verschuldet hatten, dass aufgrund von ihrer Sünde Christus alles dies tat. Dann heißt es hier in Apostelgeschichte 2 und Vers 40, auch mit vielen anderen Worten beschwor oder besser ermunterte und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch aus dieser verirrten Generation erretten. Aus dieser verirrten oder auch verkehrten, wie die Luther der Bibel 84 sagt, lasst euch aus dieser verkehrten Generation erretten. Nun, die, wie ich sagte, People's New Testament Übersetzung sagt hier, errettet euch selbst aus dieser verkehrten Generation. Nun, wir können es nur dadurch tun, dass wir verstehen, dass Gott uns die Kraft gibt, es zu tun. Aber wir haben unseren Teil. Wir haben unseren Teil daran. Wir müssen nicht glauben, ach ja, wir sind einmal gerettet, wir sind immer gerettet. Wir hatten ja gelesen, wir können uns disqualifizieren, wenn wir abfallen von diesem Weg. Und so sagt er hier, dass wir daran arbeiten sollen mit Furcht und Zittern. Was ist das? Was ist damit gemeint? Mit Furcht oder mit der Besorgnis, dass wir Gott enttäuschen könnten. Dass Gott, der dies alles für uns getan hat, dass wir ihn enttäuschen könnten, dass wir gleichwohl weiter sündigen. Paulus sagt, wir sollten diese Besorgnis haben, dies nicht zu tun. Das ist die sogenannte Furcht. Und natürlich auch Zittern. Wir sollten schon die göttliche Besorgnis haben mit Zittern, dass wir uns als bewährt erweisen und nicht abfallen von diesem Weg. Und wir können dies. Wir können dies, wie es heißt in Vers 13, denn, das Wort denn ist sehr wichtig, denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Gott ist es, der in uns arbeitet. Gott ist es, der uns diesen Willen gibt. Wenn Sie den Willen nicht haben, Gott gehorsam zu sein, dann beten Sie darum, dass Gott Ihnen diesen Willen gibt. Und wenn Sie meinen, Sie könnten das dann nicht vollbringen, dann beten Sie darum, dass Gott Ihnen die Kraft gibt, es zu vollbringen. Aber Gott ist mit ihnen. Aber sie müssen ihren Teil tun. Und so müssen sie mit Furcht und mit Zittern daran arbeiten, das Heil zu erlangen. Und Gott wird ihnen dabei helfen. Wie ich sagte, ein Teamwork wird hier beschrieben. So wie zwei Leute zusammen einen Tisch hochheben. Sie alleine können ihn nicht hochheben. Jemand anderes ist der, der ihnen hilft. Aber sie müssen schon dabei sein, ihn hochzuheben. Sehen Sie es so. Gott wird ihnen helfen, dies zu tun, wenn sie ihren Teil tun. Aber Gott zwingt sie nicht. Schauen Sie, Gott zwingt sie nicht. Es muss ihr Wille sein. Und wir können noch so viel predigen. Ich meine, wir haben heute Morgen im Wagen darüber nachgedacht, wie viele Predigten Sie bereits hier schon gehört haben im deutschen Raum. Ich glaube, wir hatten über 300. Möglicherweise gibt es gar noch mehr. 300 Predigten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles so gesagt habe im Laufe der 7, 8, 10 Jahre, was immer es war. Aber die Information ist da. Die Frage ist nur, was machen wir damit?
Ich hatte letztens einmal in der Predigt gesagt, viele Leute hören oder manche hören sich das seit vielen, vielen Jahren an und ich sehe da in keinster Weise irgendwo einen Fortschritt. Und einer schrieb mir dann, ja, der ist aber schon da und dann, ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe aufgehört zu kiffen, ich habe aufgehört dies und das zu tun, ich habe aufgehört in Unzucht zu leben, wunderbar. Habe ich vorher gar nicht gewusst, aber ich kannte die Person auch sowieso nicht so richtig. Aber schauen Sie, der Punkt ist ja der, wir lehren die Dinge ja nicht nur, wir predigen ja nicht nur, damit wir irgendwie unsere Zeit vergeuden oder irgendwie eine Aufgabe erfüllen. Es geht darum, dass wir uns ändern, dass wir diese Dinge aus der Bibel heraus erkennen. Aus der Bibel heraus. Und dann insoweit das Richtige tun. Und nicht wieder zurückfallen in das, aus dem wir herausgekommen sind und zu meinen, ach ja, das ist ja gar kein Problem. Das können wir ja ruhig. Aber Gott zwingt uns nicht. Gott zwingt uns nicht. Aber Gott gibt uns die Kraft. Er gibt uns den Willen, wenn wir diesen Willen haben wollen. Er gibt uns die Kraft, das auch zu tun, was wir zu tun aufgefordert sind. Und so können wir mit der Kraft Gottes in uns diese Dinge tun. Und so lesen wir in Philipper Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr untadelig und lauter werdet, Gottes Kinder, unsträflich, inmitten unter einem verirrten und verdorbenen Menschengeschlecht oder unsträflich mitten unter irrten, verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, damit ich weder vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ob ich hier vielleicht vergeblich gearbeitet habe. Ich meine, wenn ich daran denke, wir hatten das am Passahabend kurz angedeutet, wie viele Leute einmal scheinbar so die Wahrheit erkannt haben, akzeptiert haben und dann abgefallen sind. Regelrecht abgefallen sind, nicht mehr hier sind. Menschen, die hätten hier sein sollen oder können, nicht mehr hier sind. Woran liegt's? Andere sind mit Feuer und Eifer dabei. Woran liegt's? Man wurde nachlässig. Man begann Dinge zu tun, die man nicht hätte tun sollen. Aber dann hat man weiter auf dieser Basis gearbeitet, auf einer falschen Basis. Und diese Basis hat einen dann dazu geführt, letztendlich das Interesse an Gottes Wort, an der Wahrheit zu verlieren. Er sagt hier, tut alle Dinge ohne Murren und ohne Zweifel. Aber schauen Sie, was ist der Zusammenhang hier? Der Zusammenhang ist das Willen oder das Wollen und das Vollbringen des Guten. Insoweit sollen wir alle Dinge ohne Murren und Zweifel tun. Wir sollen unser eigenes Heil, sagen wir mal, ohne Furcht, ohne Zweifel, vielmehr mit Furcht und Zweifel, aber auf die richtige Weise, mit Furcht und Zittern, aber ohne, um es noch einmal zu sagen, ohne Murren und ohne das zu bezweifeln durchführen. Warum? Weil wir wissen, dass Gott mit uns ist. Wenn Gott uns etwas sagt, was gut ist, sollten wir es tun. Wir müssen nicht meinen, dass das, was wir jetzt tun sollen, irgendwie für uns unmöglich sei. Und dann beginnen darüber zu murren, zu sagen, naja, das kann doch unmöglich Gottes Wille sein, dass ich das tue, das ist doch zu schwer für mich. Warum kann ich das nicht auf die Weise tun? Aber man kann es eben nicht auf die Weise tun, wenn das bedeuten würde, dass man Gott nicht mehr untertan ist, dass man Gott nicht mehr gehorcht. Ohne Murren, das heißt ohne Murren gegenüber Gott und Christus, ohne Murren gegenüber das, was Gott uns sagt. Und dann wollten wir so nicht murren, das ist doch zu schwer für uns, warum lässt Gott das zu? Nein, wir sollten begreifen, dass Christus sagt, unsere Bürde ist leicht. Wir lesen im 1. Johannesbrief, dass wir die Gebote halten sollen, die nicht schwer sind. Ja, die mögen manchmal schwer erscheinen, aber sie sind es in Wirklichkeit gar nicht. Und schon deshalb auch nicht, wenn Gott mit uns ist, wenn Gott uns die Kraft gibt, sie zu halten. Na, sonst wird es unmöglich sein, natürlich. Aber es geht darum, dass hier von den wahren Christen die Rede ist. Und so sollten wir dies alles ohne Murren tun und auch ohne Zweifel. Mit anderen Worten, ja, ist das wirklich so? Soll ich das wirklich jetzt so tun? Warum kann ich das nicht auf andere Weise tun? Muss doch noch einen anderen Weg geben, es zu tun. Und Paulus sagt, nein, wir sollen das, was Gott uns sagt, ohne Murren und ohne Zweifel durchführen. Und Gott wird mit uns sein. Und dann sagt er, als Gottes gezeugte Kinder,
nicht wiedergeborene Kinder. Wiedergeboren wird man im Zeitpunkt der Auferstehung, wenn man zu einem Geistwesen wird. Aber wir sind bereits jetzt schon gezeugt, mit Gottes Geist gezeugt, wenn wir Gottes Geist in uns haben, sollen wir als Lichter in dieser Welt leuchten. Christus sagt das ja auch immer und immer wieder, wir sollen ja ein gutes Licht sein, damit uns die Menschen, die uns sehen, erkennen, dass Gott, der Vater, in uns wirkt und werden dann den Vater preisen, nicht uns, den Vater preisen, weil eben Gott, der Vater, in uns wirkt. Aber wir sollen Lichter sein. Wie ich das öfteren schon gesagt habe, Lichter sind dann sehr effektiv, wenn man sie nicht hört. Man sieht sie. Wenn man Lichter hört, dann ist da in vielen Fällen was dran kaputt, wenn die irgendwo Lärm machen. Das müssen wir auch alle lernen. Es ist nicht immer wichtig, da jetzt großartige Worte von uns zu geben, sondern ein Beispiel zu sein, ein Vorbild zu sein. Die Menschen werden schon sehen, wie wir leben. Und wenn sie da irgendwo was erkennen, wie es richtig ist, dann werden sie vielleicht insoweit dann dies besser begreifen. Wir sollen Lichter sein, wir sollen als Lichter leuchten, nicht als Lichter predigen. Nun, die Kirche Gottes hat den Auftrag, natürlich zu predigen, in alle Welt zu einem Zeugnis. Wir tun das über verschiedene Art und Weise, über Broschüren oder über, sagen wir mal, das Internet. Aber wir drängen das keinem auf. Wir gehen nicht von Haus zu Haus, klopfen da an Haustüren an und dann öffnen die, ja, wir haben, möchten Ihnen was mitnehmen. Nein, das ist nicht die Art und Weise, wie wir es tun. Jeder kann sich diese Broschüren bestellen, wenn er will. Jeder kann sich auf dem Internet unsere Sendungen anhören, wenn er will. Kann abschalten. Okay, seine Situation, seine Entscheidung. Aber wir sollen als Lichter leuchten, wir sollen Lichter werden in dieser Welt. Aber es ist Gott, der uns das Licht geben muss. Es ist sein Licht, das in uns und durch uns leuchten muss. 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther 4 und Vers 6. 2. Korinther 4 und Vers 6. Denn Gott, heißt es hier, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Schauen Sie, wenn Gott uns nicht erleuchtet, können wir nie ein Licht sein. Es ist Gott, der uns erleuchten muss, der uns dieses Licht geben muss. Und dann kann er auch durch uns anderen Menschen, sagen wir mal, dieses Licht zeigen. Und wir lesen auch weiteres in 2. Korinther 6 und in Vers 14. 2. Korinther 6 und Vers 14. Sehr, sehr wichtig. In diesem Zusammenhang zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Einige meinen, diese Stelle treffe auf sie nicht zu. Man kann ruhig eine Gemeinschaft eingehen, eine Partnerschaft, sagen wir einmal, mit einem anderen, der absolut nichts von der Wahrheit wissen will. Und das würde dann irgendwie, sagen wir mal, im Beruf auch erfolgreich sein. Ich sage Ihnen, nein, das wird nie erfolgreich sein. Ist auch nie erfolgreich gewesen. Das passt nicht. Man zieht mit einem fremden Joch und an einem fremden Joch. Deswegen sagen wir auch deutlich, klar und deutlich, dass wenn wir zum Beispiel an Heirat denken, wir sollen nicht uns mit jemandem verbinden, der nicht so lebt und glaubt wie wir. Wenn man verheiratet ist, eine andere Sache. Jemand ist verheiratet und dann wird man eine Partei, sagen wir mal, ein Mitglied oder ein Ehepartner wird dann bekehrt, der andere vielleicht noch nicht. Das liegt an einem Ehepartner, wie er sich gibt. Vielfach gibt er sich auch nicht unbedingt richtig, indem viel zu viel gesagt wird. Wir haben alle den Fehler gemacht, als ich damals zur Wahrheit kam. Ich habe dann versucht, meine Mutter zu bekehren. Hat nicht geklappt. Okay? Weil sie niemanden bekehren können. Aber sie können ein Licht sein. Sie können als ein Licht leuchten, sie können auf die richtige Weise leben und dann werden die Menschen schon, ob sie jetzt bekehrt werden oder nicht, werden sie aber sehen, wie man als Christ lebt und werden zumindest das anerkennen. Aber sie können nicht erwarten, dass jemand sich bekehrt. Und deswegen ist es ein sehr, sehr schwerer Irrtum, sagen wir einmal, in eine Situation sich zu begeben, wo man dann engere Beziehungen anstrebt mit jemandem, der nicht in der Wahrheit ist. Und man ja, vielleicht kommt aber die Person noch zur Wahrheit. Es kann passieren, aber das ist dann Gottes Gnade. Aber Gott sagt uns eindeutig, eindeutig, dass wenn wir uns verheiraten, soll es lediglich und nur im Herrn geschehen. Und jeden Kommentar, den ich jemals gelesen habe, sagt mir, das bedeutet, ein Christ heiratet einen anderen Christen. Punkt aus. Schluss. Und alles andere ist ein Verstoß
gegen das, was hier in dem Wort geschrieben steht. Und da gibt es überhaupt gar keine Argumentation. In Epheser Kapitel 5 und Vers 8. Und wer dann meint, er wisse es besser, der tut es mit Zweifel und mit Murren und nicht mehr im Gehorsam gegenüber Gott. Epheser Kapitel 5 und Vers 8. Epheser 5 und Vers 8. Und das Gleiche gilt in so vielen anderen Bereichen auch. Und man sollte sich klar darüber sein, dass man entweder Gott gehorchen will oder nicht. Und wenn man eben Gott nicht gehorchen will, dann gehorcht man sich selbst, dann gehorcht man seinen eigenen Ideen, seinen eigenen Traditionen, was immer man denkt und meint, was so die Logik einem diktiert. Aber es ist nicht Gottes Wille und nicht Gottes Wort. Epheser Kapitel 5 und Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis. Nun aber seid ihr Licht im Herrn, weil Gott uns dieses Licht gibt. Lebt als Kinder des Lichts. Nicht geht wieder zurück in die Finsternis oder habt irgendwelche Verbindungen mit der Finsternis. Nein, ihr wart, ihr habt das doch abgelegt. Warum wollt ihr dann zurückkehren in die Finsternis, aus der ihr herausgekommen seid? Das ist das, was Paulus hier klar und deutlich uns sagt. Wir sollen als Kinder des Lichtes leben. Zeigen, wie man als Kinder des Lichtes leben kann. Philipper Kapitel 2, kehren wir zu Philipper Kapitel 2 zurück, die Verse 17 bis 18. Philipper 2, die Verse 17 bis 18. Und wenn ich auch geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich euch oder mit euch allen. Darum sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Schauen Sie, die Freude wird angesprochen, die auch Christus hatte. Die Freude, die in der Zukunft lag. Es heißt ja, dass er um der Freude willen das Kreuz erduldete. Und so sagt Paulus hier etwas Ähnliches. Er sagt, ich werde geopfert. Er sah sich als ein lebendiges Opfer. Und er wurde geopfert, aber er sah es im Hinblick auf die Freude, die ihm bevorstand. Auch die Freude, dass andere, denen er gepredigt hatte, sagen wir mal, mit denen er gearbeitet hatte, dass die auch im Reich Gottes sein würden. Die gleiche Mentalität, die gleiche Motivation, die Christus hatte, war auch in Paulus, muss auch in uns sein. Lesen wir weiter in Philipper Kapitel 2 und Vers 19. Philipper Kapitel 2 und Vers 19. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Nun, der hatte damals noch kein Telefon, der hatte noch keine E-Mails, der hatte noch keine Faxmaschinen oder irgendwie andere möglichen Ideen, sodass er darauf angewiesen war, dass er hier einen Bericht erhielt, jetzt von Timotheus. Er hat den Timotheus hingeschickt, der sollte dann der Bericht geben, wie es dort aussah. Aber er wollte wissen, wie es aussah, damit er ermutigt würde. Er sagt, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Vers 20, denn ich habe keinen derart Gleichgesinnten, der so frei von Falschheit für euch sorgen wird. Achten Sie einmal jetzt auf Vers 21. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesus Christus dient. Ihr aber kennt seine Bewährung, die Rede ist hier von Timotheus. Denn wie ein Kind dem Vater hilft, hat auch er mir am Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich sofort zu senden, wenn ich erfahren habe, wie es um euch steht. Ich vertraue aber dem Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Also hier war er schon davon überzeugt, mehr oder weniger, dass er aus dieser Gefangenschaft entlassen werden würde. Und das war ja noch der Fall. Aber interessant ist schon, was hier andere Übersetzungen haben, wenn es hier heißt über Timotheus, dass er Bewährung hatte. Vers 22, ihr kennt seine Bewährung. Andere Übersetzungen haben hier, ihr kennt seinen bewährten Charakter. Ihr kennt seinen bewährten Charakter. Nun, er sagt hier in Vers 21 nicht, dass alle das Ihre suchen, dass es keinen anderen gab in der Volksschaft von Paulus, die irgendwie aufrichtig wären. Nein, er spricht hier von Timotheus, der bei ihm war. Die anderen, und wir werden auf einige gleich eingehen, die waren nicht mehr bei Paulus, die hatte er schon woanders hingeschickt. Aber diejenigen, die bei ihm waren, er sagt, er ist keiner so, der so aufrichtig für Gott arbeitet als Timotheus. Aber wie gesagt, viele waren zum Beispiel nicht mehr dort. Die wurden dann jetzt, oder vielmehr in Rom, denn er spricht ja hier von Rom, wo er in der Gefangenschaft war, die hatte er weggeschickt in andere Gegenden. Und wir lesen auch ein weiteres erschreckendes Beispiel in 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 16.
Das war nämlich geschehen in 2. Timotheus 4 und Vers 16, als Paulus dann verhört wurde. Und man möchte vielleicht denken, dass viele Christen ihm beistanden, als dies geschah. 2. Timotheus 4 und Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung, da stand mir niemand bei. Niemand. Sondern sie verließen mich alle. Er sagt dann, es sei ihnen nicht zugerechnet oder angerechnet. Bei dieser ersten Vernehmung, um die es hier ja geht, denn er wurde ja dann vernommen, wurde dann aber trotzdem freigelassen, da war niemand da, der für ihn eintrat. Können Sie sich das vorstellen? Niemand. Niemand in Rom. Was auch bedeutet, nebenbei gesagt, dass Petrus in keinster Weise in Rom gewesen ist, denn wer hätte mit Sicherheit Paulus beigestanden? Es gibt auch keinerlei Hinweis darauf, dass Petrus überhaupt jemals in Rom war. Aber schauen Sie, das sollte uns etwas sagen. Hier war Petrus, oder vielmehr Paulus, und Petrus natürlich auch, Paulus, der so eingehend für die Geschwister gesorgt hat, der, wie wir das hier aus diesen Stellen lesen, sogar willens war, seine unmittelbare Zukunft, nämlich bei Christus zu sein, zu sterben, aufzugeben, um anderen zu helfen. Und hier war die Reaktion. Und es ist schon eine schreckliche Reaktion. Aber immerhin gab es schon jemanden, der ihm beistand, wie zum Beispiel auch Timotheus. Und so lesen wir, was den Charakter angeht, eine weitere Stelle in Römer Kapitel 5 und in Vers 3. Und wir alle können das vielleicht sagen, die wir schon länger in der Kirche Gottes sind. Wir hatten viele Freunde gehabt, die nicht mehr unsere Freunde sind heute, weil sie uns oder die Wahrheit verlassen haben. Haben dann wieder mehr Interesse in der Welt gehabt. Schauen Sie, dann hört irgendwo der Kontakt auf. Was uns verbindet, was diese Einheit in Gottes Kirche erzeugt, ist Gottes Geist. Und wenn man den aufgibt oder verliert oder wenn man ihn nicht benutzt, dann hört die Verbindung auf. In Römer Kapitel 5 und Vers 3. Aber nicht nur das, sagt Paulus hier, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es geht mir hier aber um Bewährung. Geduld, Vers 4, wirkt Bewährung. Auch hier wiederum, Übersetzungen wie die Authorized Version sagen hier, Charakter. Geduld wirkt Charakter, göttlichen Charakter. Was ist göttlicher Charakter? Göttlicher Charakter kann zunächst einmal nur durch Erfahrung sich entwickeln. Wussten Sie, dass Gott keinen göttlichen Charakter in dieser Weise erschaffen kann? Es gibt Dinge, die Gott nicht erschaffen kann. Gott kann keinen göttlichen Charakter in einer anderen Person erschaffen. Warum? Weil göttlicher Charakter mit der Willenskraft des Menschen zu tun hat, zunächst einmal das zu tun, was richtig ist. Das erwartet und bedeutet Erfahrung. Man muss sich in diesem göttlichen Charakter bewähren. Man kann göttlichen Charakter definieren als zunächst einmal das Verständnis, was richtig und falsch ist. Das Verständnis. Auch das kann nur von Gott kommen, zunächst einmal. Sodann die Entscheidung und den Willen, das Richtige zu akzeptieren und das Falsche abzulegen. Aber sodann, ganz wichtig, Nummer 3, dann auch das Richtige zu tun und das Falsche zu verwerfen. Und das braucht manchmal Zeit. Da muss man manchmal ein ganzes Leben lang dran arbeiten, um diesen göttlichen Charakter in sich selbst zu entwickeln. Aber worauf es mir ankommt, es geht nicht nur um das Wollen. Es geht nicht nur um das Verständnis. Menschen mögen das Verständnis haben, was richtig ist. Manche mögen sogar das Richtige wollen. Es geht darum, das Richtige dann auch zu tun. Und das ist das, worum es hier geht. Das ist das, was Paulus sagt. Das ist diese Bewährung, dieser göttliche Charakter, der zum Beispiel in Timotheus anwesend war. Ist der bei uns anwesend? Oder haben wir vielleicht die besten aller Vorsätze? Als damals Salomo den Tempel einweihte, das Gebet, das er gab, das war sehr, sehr ernstlich. Eines der schönsten und besten Gebete in der ganzen Bibel. Und was ist geschehen? Salomo hat dann aufgrund seiner Vorliebe für andere Frauen, heidnische Frauen, die er nicht hätte heiraten sollen, hat er den Punkt erreicht, wo er von Gott abfiel. Total von Gott abfiel. Wir hoffen natürlich, dass er zur Reue kam vor seinem Tode. Wir nehmen das an, weil das Buch Prediger geschrieben hat, woran dann auch geschrieben steht, dass die Pflicht, die Verantwortung des Menschen ist, Gottes Gebote zu halten. Das hört sich nicht so an wie jemand, der
die unvergebbare Sünde begangen hat. Aber wir sehen, wie gefährlich nahe er an die unvergebbare Sünde kam. Weil er eben nicht so leben wollte, dann, wie Gott ihm vorschrieb. Weil er meinte, er könnte ruhig ausländische Frauen, heidnische Frauen haben, die irgendwo andere Götzendienerei betrieben haben. Ach, das macht doch nichts. Es waren die Frauen, die ihn dann davon abhielten, Gott zu gehorchen. Schauen Sie. Das sollte uns allen ein wenig zur Warnung dienen. Und so lesen wir in Philipper Kapitel 2, die Verse 25 bis 29, über einen anderen sehr bewährten Christen im Dienste des Evangeliums, der ein Mitstreiter für Paulus war, Vers 25. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not, denn er sehnte sich nach euch allen und war besorgt, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, aber nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit und Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und ich auch weniger betrübt bin. Vers 29, so nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Leute in Ehren. Nun hier dieser außergewöhnliche Christ, Epaphroditus, was wissen wir über ihn? Wir wissen absolut nichts über ihn, was über das hinausgeht, was hier geschrieben steht. Der Epaphroditus wird nirgendwo sonst in der Bibel erwähnt. Aber was hier erwähnt wird, ist schon sehr bedeutungsvoll. In Vers 25 wird er euer Abgesandter genannt. Das gleiche Wort für Apostel. Es sieht so aus, dass Epaphroditus ein Apostel war. Ein Apostel, der ganz besonders für die Kirche in Philippi eintrat. Aber er war nach wie vor Paulus untertan. Denn Paulus war natürlich älter im Glauben, der scheinbar ja wohl auch Epaphroditus gelehrt hatte. Aber es war scheinbar so, dass er ein Apostel war. Aber nicht nur war er ein Apostel, er wird hier auch als ein Mitarbeiter beschrieben. Ein Mitarbeiter am Evangelium. Schauen Sie, das Werk des Evangeliums ist Arbeit. Das kann ich Ihnen versichern. Das bedeutet Arbeit. Es ist die Arbeit, das Evangelium zu predigen. Die Predigerschaft arbeitet. Nun, wir mögen nicht unbedingt außerhalb der Kirche arbeiten, aber wir arbeiten. Wer da nicht arbeitet, der, und das gab es natürlich auch schon, das Prediger in der Vergangenheit, ich will nicht sagen in unserer Organisation, das möchte ich ganz klar stellen, aber ich habe Prediger kennengelernt, die in keinster Weise gearbeitet haben. Die andere für sich arbeiten ließen, die waren gut im Delegieren. Nicht wahr? Das ist nicht, worauf es ankommt hier. Es geht darauf und geht darum, dass wir arbeiten. Die Arbeit wird aber auch gleichgestellt dann hier mit Mitstreiter. Das ist eine Übersetzung des Wortes für Soldat. Wir alle als Christen sollten Soldaten sein im geistlichen Sinne. Wir sind Streiter oder Mitstreiter für Christus, aber wir sind aber auch Mitstreiter gegen die Sünde, gegen Satan und gegen die Verführungen der Welt. Schauen Sie, es ist ein Kampf, der in uns und bei uns und durch uns stattfinden muss. Wenn wir nicht bereit sind, diesen Kampf zu kämpfen, dann werden wir ohnehin bereits von verlieren. Wenn wir nicht den Charakter haben, für das Richtige einzutreten, auch wenn es schwierig ist, werden wir diesen Kampf verlieren. Sind wir keine Soldaten, keine guten Soldaten im Dienste Jesu Christi? Nun, wenn ich von Soldaten spreche, gehe ich gleich davon aus, dass Sie verstehen, dass wir als Christen in keinster Weise uns an Kriegen dieser Welt beteiligen dürfen. Darum geht es nicht. Es geht um den geistlichen Krieg. Den geistlichen Krieg gegen die bösen Einflüsse in dieser Welt, unsere eigene Natur und Satan, den Teufel. Und wir lesen auch in Vers 26, dass dieser Epaphroditus krank wurde. Der ist krank in Rom zurückgelassen worden. Und zwar war er todkrank. Und es scheint so zu sein, dass er krank wurde, todkrank wurde, im Dienste, im Werk des Evangeliums. Schauen Sie auch hier wiederum. Er sah das als wichtiger an, als seine eigene Gesundheit. Nun, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt da total Schindluder treiben sollten mit unserer Gesundheit. Darum geht es nicht. Aber es gibt Situationen, wo man die richtige Priorität haben muss. Okay, die körperliche Leichtathletik, wie es so schön heißt, die ist wenig Nütze im Vergleich zu dem, was uns Gott anbietet, worum es eigentlich geht. Und so lesen wir auch wiederum in Vers 30,
Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, weil er sein Leben gering geachtet hat, um den Mangel eures Dienstes für mich zu erstatten. Das waren seine Prioritäten. Schauen Sie, und das müssen auch unsere Prioritäten sein. Es darf für uns nichts wichtiger sein als Gott in unserem Leben. Und wenn wir die Prioritäten in irgendeiner Form falsch sehen, dann ist es höchste Zeit, die wieder auf die richtige Weise in unserem Leben zu erhalten. Nun ist noch eine Frage im Abschluss dieser heutigen Predigt. Und ich freue mich, dass Sie sich freuen, dass die Predigt jetzt demnächst zu Ende sein wird. Die Frage, wie sieht das eigentlich mit Christus aus? Ich habe da die merkwürdigsten Dinge gehört. Wir haben gerade über Epaphroditus gesprochen, der im Werk des Dienstes krank wurde, todkrank wurde. Aber Paulus hat ihn auch versichert, aber Gott hat ihn geheilt. Das sollte er dadurch auch kundtun, dass er den Epaphroditus dann nach Philippi gesandt hatte, um eben selbst das Zeugnis abzulegen. Gott hat ihn geheilt. Aber wie sieht das mit Christus aus? Einige haben gesagt, ja, Christus, der wurde nie krank, der hatte keine Krankheit gekannt. Nun, er hatte keine Sünde gekannt, das ist richtig. Er hatte gegen die Sünde angekämpft, aber er hat die Sünde überwunden, er hat niemals gesündigt. Ist das Gleiche mit Krankheit zu sehen? Schauen wir uns einmal Jesaja 53 an. Ich verstehe die Bibel nicht so. Jesaja 53 und lesen wir die Verse 3 bis 5. Jesaja 53 und Vers 3. Da lesen wir über Christus. Er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, wie nun auch später Paulus von allen, die um ihn waren, verlassen worden war. Wie wäre das mit uns? Was ist, wenn unsere Freunde uns verlassen? Würden wir gleichwohl nach wie vor Gott treu bleiben? Wenn wir der einzigste Mensch auf Erden wären, der Gott noch gehorsam ist, würden wir das tun? Oder würden wir sagen, ach ja, nun, also, wenn die das alle machen, mache ich das aus. Auch, ich habe ja keinerlei Hilfe mehr von unseren Menschen, von unseren Mitmenschen. Christus war von allen verlassen. Seine eigenen Jünger haben ihn verlassen. Er war voller Schmerzen und Krankheit, heißt es hier. Er war voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Aber für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich glaube, die Stelle so zu verstehen, dass Christus in der Tat Krankheit erfahren hat, aber auch Heilung erfahren hat von Gott. Und heute können wir Heilung erlangen durch Gott, den Vater und Jesus Christus aufgrund der Wunden, der Schmerzen von Jesus Christus, seines gebrochenen Leibes, wie wir das auch in der Passahnacht behandelt haben. Wir müssen natürlich den Glauben haben, dass Gott heute uns heilt. Und er wird es zu seiner Zeit auch tun. Wir alle werden geheilt sein, wenn wir in der Auferstehung sein werden. Wir werden nicht als schmerzliche und, wie soll ich sagen, kranke Menschen auferweckt. Natürlich nicht. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht mir um das Versprechen, dass Gott uns heute heilt, wenn wir den Glauben haben, wenn es Gottes Willen entspricht. Paulus hat dreimal um Heilung gebeten und er wurde nicht geheilt. In diesem Falle, weil Gott eben klar gemacht hatte, warum das der Fall war. Aber wir müssen schon den Glauben haben, wenn wir Gott um Heilung bitten. Und wenn wir die Ältesten der Gemeinde rufen, die uns dann einsalben zur Heilung, dass Gott uns heilen wird. Wir können nicht vor Gott reden und sagen, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Okay, also es kann ja vielleicht sein, dass er mich vielleicht doch heilt, vielleicht aber auch nicht. Das ist nicht die Einstellung, die wir haben müssen oder dürfen. Aber hier geht es schon um Christus, der willens war, für uns zu leiden und für uns zu sterben, sodass wir sowohl Heilung, physische Heilung, als eben auch Vergebung von Sünde erhalten können. Und das war das, was der Epaphroditus getan hat, das war das, was wir alle tun müssen. Und im Abschluss, zum Abschluss auch die Versicherung, dass Paulus diesen Auftrag auf richtige Weise erfüllt hat. Und schauen wir uns einmal kurz an, wie Paulus sein eigenes Leben beschreibt. Das war kein unbedingtes Zuckerschlecken, wie man so schön sagt. Und das sollten wir uns alle auch klar machen, dass wenn wir Christen sind oder Christen werden, es wird nicht immer einfach sein. Aber Gott wird mit uns sein und wird uns die Kraft geben, diese Probleme zu bewältigen. Gott wird in keinster Weise uns ein Problem geben, was wir nicht bewältigen können. Das ist ein absolutes Versprechen. Wir mögen nicht unbedingt immer wissen, warum so etwas geschieht, aber wir müssen begreifen, dass Gott es weiß. Und er wird uns helfen, er wird uns immer einen Ausweg zeigen,
sodass wir das ertragen können, was er uns gibt oder zulässt. In 2. Korinther Kapitel 11, 2. Korinther 11, angefangen in Vers 23. Er musste hier wiederum gegen Diener Christi kämpfen, die keine Diener Christi waren, die von sich vorgaben, Diener Christi zu sein, aber in keinster Weise dann auch so lebten. Er sagt, Sie sind Diener Christi? Ich rede töricht, ich bin es noch mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe weit mehr Schläge erlitten, ich habe öfter gefangen gesessen, oft in Todesgefahr gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen erhalten. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag, 1 Nacht habe ich in der Tiefe des Meeres zugebracht. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern, in Gefahren mit dem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, in Hunger und Durst, in vielem Fasten, in Frost und Blöße. Außerdem, Vers 28, was täglich auf mich einstürmt, oder wie die Mengebibel sagt, es überlaufen werden, des Tag ein, Tag aus, die Sorge für die Gemeinden, wer ist schwach und ich bin es nicht. Wer erleidet Ärgernis und ich brenne nicht. Und das kann ich auch bestätigen. Wenn ich mich rühmen will, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Schauen Sie, das hat der Paulus erduldet. Vers 32, in Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener und wollte mich ergreifen. Und da wurde ich in einem Korb zum Fenster hinaus durch die Mauer hinuntergelassen und entkam seinen Händen. Angenehmes Leben? Keineswegs. Aber Paulus war willens, dies auf sich zu nehmen, weil er hatte ein Ziel. Er wusste, warum er es tat. Wir, wenn wir zu Christen werden, müssen wissen, warum. Was unsere Vision ist. Und wir müssen nicht meinen, dann wird alles einfacher werden. Es wird vielleicht aller Wahrscheinlichkeit nach weitaus schwerer werden. Aber Gott prüft uns und er gibt uns die Kraft, diesen Dingen zu begegnen. Und es gibt keinen Grund, diese Prüfung nicht zu bestehen. Keinen Grund. Wie ich sagte, der Einzige, der das verhindern kann, ist man selbst. 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 6, die Verse 4 und 5. In allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, Ängsten und Unterschlägen, in Gefängnissen, Aufruhren, Mühen, Wachen und Fasten. Gilt das für uns auch? Bewähren wir uns, erweisen wir uns in allen Situationen als wahre Christen? Oder vielleicht nur in einigen und vielleicht in anderen überhaupt nicht? 1. Korinther 4. 1. Korinther 4 und Vers 11. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nackt und werden geschlagen und haben keine feste Wohnung. Das gab es auch, dass man damals von Wohnung zu Wohnung gehen musste, keine feste Wohnung hatte. Christus hatte einmal erleben müssen, dass man ihm keine Bleibe gegeben hat, als er von den Samaritern verstoßen wurde, weil er nach Jerusalem ging. Und da waren dann die Donnersöhne, die wollten dann Feuer herunterholen vom Himmel, um die zu vernichten. Und Christus hat denen, ihr wisst ja gar nicht, wessen Geisteskind ihr eigentlich seid. Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, ich bin gekommen, um zu erretten. Aber diese Situation, die gab es und die gibt es und die wird es auch geben. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 15 und in Vers 30. Schauen Sie, sind wir willens, das zu erleben? Oder meinen wir, wir müssten andere Prioritäten haben? Etwas Angenehmeres in unserem Leben? Dann sind wir nicht wahre Christen. Dann haben wir das überhaupt gar nicht begriffen, worum es eigentlich geht. 1. Korinther 15 und Vers 30. Wo wir lesen, warum sind wir jede Stunde in Lebensgefahr? Jede Stunde in Lebensgefahr. Schauen Sie, der Epaphroditus, der hat das verstanden. Der kam sogar zu dem Punkt, wo er willens war, seine Gesundheit zu opfern, um anderen notwendige Dienste zu erweisen. Und wir müssen ebenso handeln. Wir müssen ebenso die gleiche Motivation haben. Und wir müssen verstehen, dass Gott immer mit uns sein wird, egal in welcher Situation wir uns befinden. Matthäus 28 zum Abschluss. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Das ist Christi Versprechen an seine Kirche. Die gesamten Generationen hindurch, seit seiner Auferstehung, seit seiner Himmelfahrt, bis heute, bis hin zu seiner Wiederkunft. Matthäus 28 und Vers 18. Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern,
taufet sie auf den Namen oder besser in den Namen hinein des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und wir müssen natürlich dann auch alles halten selbst, was uns Christus befohlen hat. Keine Ausflüchte machen. Ich meine, ja, ich sehe das aber anders. Und das muss doch auch so gehen. Warum soll das jetzt nur so gehen? Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe und sehet, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Christus ist mit uns heute, wie er es damals mit den Jüngern war, und er wird es sein bis hin zu seiner Wiederkunft. Und sogar auch dann, im Millennium, in der zweiten Auferstehung. Meinen wir nie, wir wären alleine? Meinen wir nie, wir könnten es nicht schaffen? Meinen wir nie, wir könnten Alternativen finden in unserem Leben, auf andere Weise dann so leben und dann meinen, doch noch ins Reich Gottes kommen zu können? Das wird nicht gehen. Es gibt nur diesen einen engen Weg. Und dieser eine enge Weg ist der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir ins Reich Gottes gelangen wollen. Wir werden uns in der zweiten Predigt dann mit den verbleibenden beiden Artikeln oder vielmehr Kapiteln aus dem Philipperbrief beschäftigen.